Seit Sommer 2012 ist Deutschland gentechnikfrei. Ein Jahr zuvor gelang das schon in Mecklenburg-Vorpommern. Wie kam es dazu, dass dieses Bundesland an der Ostsee, obwohl es lange auf diese Technik gesetzt hatte, das Spiel mit Patenten und Manipulationen wieder aufgab? War es Einsicht? War es der Widerstand? Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen, hinter die Aktionen vor Ort, auf kreative und mutige Menschen, die sich zusammentaten, um die Seilschaften aus Behörden, Parteien, Konzernen und Universitäten zu verjagen. Unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner stammen aus aktiven Gruppen und Parteien. Mit ihnen erforschen wir die Geschichte vom Aufstieg und Fall der Agrogentechnik in Mecklenburg-Vorpommern. Also die Anfangsphasen, so wie bei jeder Wahrheit, zuerst wird sie belächelt, dann wird sie bekämpft und dann sagen alle... Sie waren von Anfang an auf der Auffassung. Ganz genau. Das ist das Gleiche, wie Till Backhaus jetzt sagt, genau. Oder halt Horst Seehofer oder wie sie alle heißen. Immer schon dagegen. Ja, großartig kann ich nur sagen. Wir sind jetzt sehr glücklich, dass hier endlich die Gentechnik zu Ende ist und dass dieser Acker hier hoffentlich irgendwann wieder sauber wird. Das Feld war genau 1 Meter hinter unserem Grundstück, aber in diesem Jahr... ist so, dass wir keinen Zaun mehr da haben. Also die Versuchsfelder sind verschwunden. Wissen Sie wahrscheinlich auch noch mehr, warum wirklich das Agrobiotechnikum alles eingestellt hat. Mag an den Kosten liegen und an den Skandalen und an den Feldstörungen, die auf fantasievolle Art und Weise hier stattgefunden haben. Die Phase der Agrogentechnik-Anwendungen in Deutschland begann nicht in Mecklenburg-Vorpommern und sie endete dort auch nicht. Vielmehr erfolgte der Start viele Jahre zuvor. 1990 durch das Max-Planck-Institut, gelegen am Rande der Großstadt Köln. Es war ein Versuchsfeld und sorgte für den ersten Protest rund um ein Stück Land mit gentechnisch veränderten Pflanzen. Das Max-Planck-Institut hatte alles öffentlichkeitswirksam inszeniert. Der Versuch wurde vom Fernsehen vorgestellt und schaffte sogar einen Sprung auf die Chronikseiten des Landes Nordrhein-Westfalen. Doch die Sache ging schief. Unerwartet allerdings, die Sonnenstrahlung im Freilandversuch bewirkt eine Rückbildung zu weißen oder rot-weißen Blüten. Zudem zeigen sich die Pflanzen mit starken roten Farbstoffen resistenter gegen Krankheiten als blassere. Ungewöhnlich offen räumte das Max-Planck-Institut die Panne und die eigene völlige Ahnungslosigkeit ein. Wovon das abhängt und wie das abläuft, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Das ist etwas, was wir also überhaupt nicht verstehen. Das ist wirklich die Überraschung. Das Umweltinstitut in München zog ein Fazit. Neben einem überraschend bunten Blütenmeer zeigten die Freilandversuche eines eindeutig. Sichere, im Sinne von wissenschaftlich zuverlässige Prognosen über das Verhalten von transgenen Organismen im Freiland sind nicht möglich. Die Gentechnikerinnen sollte das nicht aufhalten. Im Gegenteil, in etlichen Bundesländern wurden schnell viele Versuchsfelder angelegt. Der Widerstand organisierte sich schnell. Schon einer der ersten Konzernversuche, ein Rübenfeld der KWS Saat AG in Weeze, wurde besetzt. Es folgten Jahre voller Auseinandersetzungen auf und an den Feldern sowie in der Öffentlichkeit. Besetzungen vor der Aussaat und sogenannte Feldbefreiung auch danach gehörten vielerorts zum bunten Reigen unterschiedlicher Aktionsformen. Geprägt von lokalen und unabhängigen Gruppen, vernetzt durch das genethische Netzwerk und einige Basisaktivistinnen, welche damals die wichtige Rolle der Informationsbeschaffung und Weitergabe übernahmen. So waren die Gentechnikgegnerinnen meist gut informiert, wo welche Felder entstehen sollten, auch als es das Standortregister noch nicht gab. Doch es reichte nicht. 1996 ließ die EU erstmals eine kommerziell angebaute Pflanze zu, eine Roundup Ready Soja. 8 weitere Zulassungen folgten bis 1998. Der Streit darum ging weiter, auch und gerade zwischen verschiedenen EU-Ländern. Er führte 1999 zu einem mehrjährigen Zulassungsmoratorium für Europa. Das heißt, neue gentechnisch veränderte Pflanzen kamen in dieser Phase nicht auf die Äcker. Versuchsfelder betraf das weniger. Zumal diese bei den auf Lobbyarbeit und parlamentsnahe Aktivitäten ausgerichteten Umweltverbänden und Ökoparteien ohnehin eher vergessen waren. Die Ruhe täuschte daher.
Hinter den Kulissen der Gentechnik-Lobby und der von ihnen unterstützten Konzerne wurde gewerkelt. Ausgerechnet die rot-grüne Bundesregierung erteilte den Auftrag, die Agro-Gentechnik wieder in Gang zu bringen. Über 38 Millionen D-Mark gingen zu diesem Zweck an einen neu gegründeten Lobbyverband in Sachsen-Anhalt, InnoPlanta. Dessen Konzept für eine Biotechnologieregion hatte es in sich. Ganz offen erklärt dort der FDP-Politiker Uwe Schrader, bis heute einer der Top-Lobbyisten in Deutschland, warum die Agro-Gentechnik so beliebt ist. Die Aussicht, in dem stagnierenden Pflanzenschutzmittelmarkt durch Anwendung der Pflanzenbiotechnologie Positionsverbesserungen zu erzielen, erklärt die für das Marktvolumen und die Profitabilität der Branche unerwartet hohe interne und externe F&E-Intensität. Im Klartext: Wenn heute, wie das Schaubild zeigt, immer mehr gespritzt wird, so ist das keine Panne, sondern war immer das Ziel der Einführung gentechnisch veränderter Pflanzen. 2004 und 2005 begann mit Hilfe der Bundesregierungsgelder für InnoPlanta eine neue Welle von Versuchsfeldern. Zunächst geschah das unter dem Deckmantel des Erprobungsanbaus, ein Jahr später ganz regulär, weil das EU-Moratorium endete. Den Startschuss ins grün-gentechnische Zeitalter setzte der Landwirtschaftsminister, ein SPD-Mann namens Till Backhaus, höchst selbst. Und mit dabei war Burkhard Roloff, damals ganz frisch als Agrarreferent des BUND Mecklenburg-Vorpommern aktiv. Wir haben dagegen Presse gemacht, dass es Erprobungsanbau ist und dass das Garn heimlich ist und nicht zugelassen. Und dann hat das Landwirtschaftsministerium morgens um 10 in Ramin, das ist also der letzte Ort in Vorpommern, eine Veranstaltung anberaumt mit Backhaus und Bröhr, und da gab es die A20 aber noch nicht. Jedenfalls sind wir eine Stunde zu spät gekommen. Und, kennen die alle die Namen? Also Backhaus ist unser Landwirtschaftsminister, okay. Und Frau Professor Bröhr ist die Uni-Professorin für Agrogentechnik bzw. Risikoforschung. Gespannte Situation, oben Hubschrauber, Polizeikontrollen, weil sie dachten, die Busse aus Hamburg kommen. Ja, morgens um 10 und dann waren wir zu zweit da und Hubschrauber haben nichts genutzt. Und Backhaus mit dem Häcksler, also wer weiß, wie so ein Häcksler ist, nicht? Der klettert auf so einen Häcksler und schneidet diesen Versuch an. Ja. Feldbefreier der ersten Stunde. Ja. Der skurrile Auftritt war nur der Beginn. Zeitgleich startete die Gentechnik-Offensive in Mecklenburg-Vorpommern mit dem Bau des Agrobiotechnikums. Ein rühriger Lobbyverein hatte das Projekt in Gang geschoben. Der gemeinnützige Verein FINAP e.V. wurde 1999 mit dem Ziel der Förderung der Agrobiotechnologie in Mecklenburg-Vorpommern gegründet. So stand es auf der Internetseite des Vereins. Gegründet aus einem dubiosen Konglomerat aus Wissenschaft, Politik, sogar von Genehmigungsbehörden und Saatgutfirmen, die eigentlich um ihre gentechnikfreie Züchtung am gleichen Ort fürchten müssten. Wir verabredeten uns am Ort des Geschehens. Hallo, Herr Roloff. Ja, ich las vor über 10 Jahren eine kleine Zeitungsnotiz. Es wird ein Agrobiotechnikum in Groß-Lüsewitz gebaut. Und habe mir die Zahl gemerkt für 9,4 Millionen Steuergelder. Ordentliche Summe. Ja, nur dieses Haus, die Einrichtung. Also das Ding, was wir jetzt hier sehen. Dieser Kasten hier, genau, dieses Haus und die Einrichtung auch. Wer ist denn auf die Idee gekommen, dass man das hier unbedingt in Mecklenburg-Vorpommern haben? Das geht auch von der Uni Rostock aus, natürlich von Frau Professor Bröhr, weil sie dort dieses Fachgebiet vertritt. Und sie bringt den Studenten bei, dass das die Zukunft der Landwirtschaft ist und alle Probleme lösen kann. Zeitzeugin war Claudia Schulz, heute Mitglied im Landesvorstand von Bündnis 90 Grünen. Das war der einzige Studiengang in ganz Deutschland, Agrarökologie, der halt Ökologie und Landwirtschaft verbunden hat und Tierhaltung und Pflanzenbau als Ganzes betrachtet hat. Also das war damals einmalig und fand ich ganz toll. Doch das sollte sich ändern. Gab es da sicherlich andere Entscheidungen nach der Zeit, dass ich hier studiert habe, und die Agrogentechnik-Forschung wurde ausgebaut. Wurde überhaupt eingerichtet hier an der Fakultät, was ich sehr schade finde. Also das Ding ist, glaube ich, die haben das gemacht, weil sie natürlich auch Geld brauchen. Also ist meine Einschätzung jetzt einfach meine persönliche, weil sie halt Geld brauchten für die Fakultät. Ne? Ja. Es ist natürlich schwer, an Gelder heranzukommen für die Forschung, Unterstützung. Und das war halt ein Weg, wo sie an Gelder herangekommen sind. Natürlich ist die Forschung dann nicht unabhängig. Und wir wissen ja, von wem die Forschung finanziert wurde. Und es ist meiner Meinung nach auch eine Sackgasse, die wir, wie wir sehen, auch nicht funktioniert. Noch dichter dran war der jetzige agrarpolitische Sprecher der Landtagsfraktion Die Linke, Professor Fritz Tack.
damals selbst an der Universität tätig. Als Professor für Landtechnik bis zum Jahre 2006 offiziell tätig gewesen und bis 2010 habe ich da eine Reihe von Vorlesungen noch gehalten. Und dort gab es die ersten Berührungspunkte, als dann ein Lehrstuhl für Agrobiotechnologie eingerichtet worden ist an der Fakultät. War das damals eine umstrittene Sache, diese Einrichtung dieses Lehrstuhls für Agrobiotechnologie? Es gab nur wenige Kollegen an der Fakultät, die Bedenken hatten, die Ausrichtung Agrarökologie mit der Gentechnik zu verbinden. Stück für Stück arbeitete sich die aus Bielefeld stammende Biologin Inge Bröhr nach oben und erkletterte schließlich 2003 als Professorin den neuen Lehrstuhl für Agrobiotechnologie. Habe dann in Bielefeld mein Diplom gemacht, schon im Bereich Genetik, molekulare Genetik bei Bakterien. Bin dann übergewechselt zu den Pflanzen. Von Rostock aus inszenierte sie die Kampagne Pro Agrogentechnik in Mecklenburg-Vorpommern. Dabei fühlte sie sich eher als Propagandistin, denn als Forscherin. Deshalb bemühe ich mich ja auch immer sehr, diesen Nebel zu klären und reise durch die Lande und erkläre den Leuten so gut ich das kann, was wir hier eigentlich tun. Um Entwicklung und Ausbringung von gentechnisch veränderten Pflanzen voranzubringen, setzte sich FINAB laut eigener Internetseite ein klares Ziel. Wichtiger Meilenstein hierfür war die Errichtung eines Kompetenz- und Gründerzentrums für Agrobiotechnologie. Das Agrobiotechnikum Groß-Lüsewitz konnte im November 2004 eröffnet werden. Bei allem bewahrte FINAB einen gemeinnützigen Schein. In der Vereinssatzung war zu lesen: Der Verein dient dem Gemeinwohl und ist selbstlos tätig. Er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen Zwecke. Doch nur einen Klick weiter auf der gleichen Internetseite verrät sich der Verein selbst. Im Agrobiotechnikum sollen unter anderem die Produkte und Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung von auszugründenden Firmen weiterentwickelt und kommerziell genutzt werden. Dabei dachte FINAB vor allem an sich. Trick: Den Reibach sollte nicht FINAB, sondern eine Tochterfirma machen. Zeitnah gründete FINAB Ende 2003 seine 100%ige Tochterfirma Biovativ GmbH, die am 01.07.2004 ihre Geschäftstätigkeit aufnahm. Biovativ wurde zum Hauptakteur und Profiteur des Agrobiotechnikums, obwohl der 100%ige Besitzer der Firma doch laut Satzung keine eigenwirtschaftlichen Zwecke verfolgte. Der gleiche Player, der die Geldquelle politisch durchgesetzt hatte, zapfte das Geld an. Das Umweltinstitut München sprach in der Schrift Gentechnikverflechtungen in Mecklenburg-Vorpommern offen von Fördermittelmissbrauch. Offenbar dienen in Mecklenburg-Vorpommern gentechnische Freisetzungsversuche und öffentliche Forschungsgelder dazu, entweder die eigene Firma mit Aufträgen zu bedienen oder ausgewiesene Gentechnik-Lobbyisten und deren Privatfirmen zu versorgen. Hier werden offenbar öffentliche Gelder in Hände geleitet, die nicht öffentlichen Interessen dienen. Und auch andere ließen kein gutes Haar an den Firmenkonstruktionen in Groß-Lüsewitz. Zum Beispiel Antje Lorch und Christoph Tenn in ihrer Studie Kontrolle oder Kollaboration. Wie bereits festgestellt, ist Kerstin Schmidt die Geschäftsführerin von Biovativ. Laut Handelsregister hat die Biovativ GmbH nur einen Mitarbeiter. Da Schmidt gleichzeitig auch Geschäftsführerin von Biomat und BioOK und im Vorstand von FINAB e.V. ist und all diese Betriebe und der Verein unter der gleichen Adresse und teilweise unter der gleichen Telefonnummer zu erreichen sind, drängt sich der Verdacht auf, dass es sich hier gar nicht um separate Einheiten handelt, sondern das Konglomerat von Firmen eher dazu dient, die kommerziellen Interessen im Umfeld des Vereins FINAB möglichst undurchsichtig zu gestalten. Dass das klappte, lag auch an der großzügigen Unterstützung seitens der Politik. Oder anders ausgedrückt, vom Steuerzahler. Laut einer Landtagsdrucksache von 2008 flossen etliche Teilsummen in den Bau des Agrobiotechnikums. Gut 600.000 Euro als Zuweisung an die Gemeinde. Über 2 Millionen Euro aus dem Fonds Zukunft für die Jugend in Mecklenburg-Vorpommern. Circa 5,2 Millionen Euro auf Grundlage der Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur. Und ständige Fördermittel von der Bundesregierung für die einzelnen Versuchsfelder sowie knapp 1 Million Euro im Jahr 2001 zur Anschaffung von Geräten. Geld aber war nicht alles, was dem Firmengeflecht half. Das Land hat zum Beispiel nicht nur Steuergelder hier reingebuttert, sondern eben auch diesem Agrobiotechnikum also Landesflächen zur Verfügung stellt, pachtfrei und kostenfrei. Zu den Hauptförderern gehörten der Sarnitzer Bürgermeister Joachim Hünecke von der FDP und der schon damals als Landwirtschaftsminister aktive SPD-Mann Till Backhaus. Die Ostsee-Zeitung beschrieb sein Engagement für die Gentechnik.
Minister sah man in letzter Zeit durchaus mehrfach in der Gemeinde. Backhaus hatte aber einen vollen Koffer bei sich, als er gestern im Rathaus auftauchte. Zumindest symbolisch, denn der Mann aus Schwerin überbrachte persönlich einen Bewilligungsbescheid zur Förderung des für Groß-Lüsewitz geplanten Kompetenz- und Gründerzentrum für biologische Ressourcen. Dieser Bescheid wird eine wesentliche Teilfinanzierung in Höhe von 3,778 Millionen Euro ermöglichen. Für das Lüsewitzer Kompetenzzentrum, so machte es Minister Backhaus deutlich, gäbe es inzwischen eine deutschlandweite Lobby. Es gelte als eines der innovativsten Vorhaben. Für Backhaus wurde das Agrobiotechnikum zu einem seiner Lieblingsprojekte. Am 2. Juni 2006 lobte er den Neubau in einem Vortrag auf einer SPD-Tagung in höchsten Tönen. Seine damals aufgelegten Folien zeigen das deutlich. Seine Sprüche begannen bei: Gentechnik verhilft zu neuen, gewinnbringenden Produktfeldern für die Landwirtschaft, die von der Gesellschaft tatsächlich nachgefragt werden. Und reichten bis: Koexistenz von konventionellem Ackerbau ohne Gentechnik, konventionellem Ackerbau unter Einsatz gentechnisch veränderter Pflanzen und ökologischem Anbau ohne Gentechnik ist notwendig und möglich. Ein deutlicher Satz, mit dem Backhaus damals für die Gentechnik warb. Jahre später sagte er unter dem Druck des Widerstandes genau das Gegenteil. 2006, zu Beginn des Anbaus in Mecklenburg-Vorpommern, war er jedoch begeistert und bezeichnete als Chancen der Gentechnik: Umweltfreundlichere Produktion, verbesserte Inhaltsstoffe, nachwachsende Rohstoffe, verbesserte Anbaumöglichkeiten, Erhaltung standorttypischer Sorten. Zugleich warnte er im klassischen Style der Gentechnik-Fanclubs: Wir müssen zu ideologiefreier und sachbezogener Diskussion um die grüne Gentechnik zurückfinden. Wir dürfen keine unnötigen Ängste schüren. Sein Resümee? Eindeutiger geht es kaum. Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpommern und Anbau von gentechnisch veränderten Organismen stehen nicht per se in Widerspruch zueinander. Was geschah derweil draußen? 2005 wuchsen auf 8 Feldern kommerziell angebaute gentechnisch veränderte Pflanzen. Das ergab ca. 107 Hektar, auf der Karte mit gelben Punkten markiert. Hinzu kamen 6 Versuchsfelder mit zusammen 0,7 Hektar, siehe die orangenen Punkte. Wo Profitinteressen und Machbarkeitswahn regieren, ist immer auch Propaganda dabei. Als Sachaufklärung verschleiert, dominierte platteste Gehirnwäsche. Heike Mikschowski von der Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Uni Rostock und später stellvertretende Vorsitzende im Verein FINAP verharmloste die Risikotechnologie auf ihre Weise. Die Gentechnik ist doch nur ein Verfahren. Das allein kann nicht gefährlich sein. Dann zog sie einen abenteuerlichen Vergleich mit dem Buchdruck. Die Methode selbst ist nicht gefährlich. Aber man kann schädliche Bücher machen. Die NNN fassten ihre weiteren Worte so zusammen: Durch die Züchtung mittels Gentechnik greife man nicht anders in die Natur ein, als der Mensch es sowieso macht. Wer sich generell gegen diese Technologie in der Landwirtschaft entscheide, versperre sich gegen Fortschritt im Allgemeinen. Die Gentechnik dehnte sich 2006 auf weitere Standorte aus. Nur wenige Felder verschwanden, mehr neue kamen hinzu. So wuchsen nun auf 14 Feldern kommerziell angebaute gentechnisch veränderte Pflanzen. Mit ca. 238 Hektar mehr als doppelt so viel wie im Jahr zuvor. Auch bei den Versuchsfeldern gab es Zuwachs. 14 Freisetzungen bedeckten satte 35 Hektar. Immerhin, erste Proteste zeigten sich. Claudia Schulz von den Grünen war schon früh dabei. Ja, also das Interessante war, es hat sich entwickelt, glaube ich, also mit einer Bürgerinitiative. Ich weiß, da gab es damals immer ganz viele, also war ich auch dabei, Bürgerinitiative Rostocker Güstroland, gentechnikfrei. Und da gab es halt Protestmärsche dort zu den Feldern. Das war das Erste, was sich so entwickelt hat, die Gespräche mit der Bürgerinitiative, was man überhaupt machen kann. Einmal im Jahr gab es mit verschiedenen Initiativen einen öffentlichen Aktionstag beispielsweise hier in Rostock, wo wir uns gegen die Gentechnik ausgesprochen haben, erstmal angefangen haben, die Bevölkerung zu informieren. Also ich glaube, so fing das an. Auch Fritz Tack, während der ersten Freisetzung am Agrobiotechnikum noch in der Universität tätig, aber kurz vor dem Sprung in den Landtag, erinnert sich: Die ersten Freisetzungsversuche sind mir natürlich auch bekannt aus den Jahren. Und dann begann die öffentliche Diskussion, die aber weniger an der Fakultät geführt wurden, als dann draußen vor Ort. Viel später, am 22. April 2013, kamen Beteiligte aus den verschiedenen Protestjahren zu einer Art Rückschau- und Abschlussfeier zusammen. Sie begann mit einer Talkrunde zu den knapp 10 Jahren Widerstand. Und als erstes traten zwei der Aktiven aus den ersten Stunden auf, die von den Anfängen und ersten Schritten berichteten. Da gab es einen Artikel in der Ostsee-Zeitung und in dem stand am Ende drin, also es ging über Genraps,
dass eben kein Interesse an den Unterlagen bestünde und dass man noch bis Ende Februar, also der Artikel am 22., Einspruch erheben könnte. Dann war der Einsendeschluss für den Widerspruch, den man hätte machen können, der 27.03. Da habe ich dann bis dahin 93 Unterschriften beieinander gehabt und habe dann also den Widerspruch eingereicht beim Bundesamt für Verbraucherschutz am 15. Juli. Das war nämlich das erste Treffen dann hier, diesen Film. Da haben wir gesagt, wir machen was zusammen. Biofrisch stellt die Scheune zur Verfügung. Die Gemeinde in Sahnitz hat den Beamer und diese ganzen technischen Geräte zur Verfügung gestellt und wir haben diesen Film Leben außer Kontrolle. Das war ja das erste Treffen hier in der Scheune und da gab es den Film und danach saßen eben einige Leute entrüstet zusammen und ja, wir müssen was tun, was kann man denn tun? Und irgendwie ging das aber doch so ein bisschen in Ratlosigkeit auseinander. Wann waren denn die Spaziergänge? Spaziergänge an dem Feld. An der Straße, an der 110 entlang. Okay. Weil so ein Feld, das war damals schon hochsicherheitsbewacht und die Spaziergänge waren auch sehr hochsicherheitsbegleitet. Diese Feldspaziergänge, das war irgendwie noch so eine sichtbare Aktivität. Ich glaube, es gab auch noch Infostände in der Stadt irgendwie auf dem Uniplatz, in der Fußgängerzone. Das waren so Aktivitäten, die von der BI ausgingen. Einfach, dass in der Öffentlichkeit versucht wurde, das ein bisschen publik zu machen und in die Breite zu tragen. Aber wir müssen auch mal daran erinnern, dass wir 2009 von der BI Unterstützung gekriegt haben bei der Anlage des Gerstenfeldes. Ja, das war sozusagen das Letzte und dann ist es an euch übergegangen. Ne? Ich habe nämlich weitergemacht. Ja, gut, da kommen wir. Optimaler Übergang. Also ein Applaus für die Leute der ersten Stunde. Der Weg zu dieser Talkshow und zur Freude über das Ende der Gentechnik verlief durch ereignisreiche Jahre. Erstmals groß in den Fokus rückte das Gentechnikzentrum im Zusammenhang mit den Protesten gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm, wenige Kilometer nordwestlich von Rostock. Gegenüberliegend, ca. 15 Kilometer vom Stadtrand entfernt, lag das Agrobiotechnikum. Schon 2006 besuchten Aktivistinnen die ersten Versuchsfelder. Gestartet waren sie vom Vorbereitungscamp für die G8-Gipfeldemonstration. Beeindrucken konnten solch erste Protestlüftchen noch nicht. Im Gegenteil. 2007 ging es weiter aufwärts mit der Gentechnik. Wenige Standorte wurden aufgegeben, etliche neue kamen hinzu. Die Zahl der Felder mit kommerziell angebauten gentechnisch veränderten Pflanzen wuchs auf 25 mit zusammen gut 638 Hektar Fläche, hier gelb. Und 20 Versuchsfelder, macht knapp 54 Hektar, auf der Karte weiterhin orange gekennzeichnet. Kerstin Schmidt, die vielfach Geschäftsführerin und Macherin vor Ort, frohlockte. Hier in einem Interview mit einem Journalisten. Also Sie haben jetzt praktisch auch den Vorteil, dass die Unternehmen eben alle zusammen unter einem Dach sitzen und dort eben sinnvoll besser zusammen kooperieren können. Genau, und dadurch kann man diesem Agrobiotechnikum, also diesem Zentrum, so ein ganz eigenes Profil geben. Man könnte dann sagen, das ist dann so eine Art Zentrum für Sicherheitsbewertung. Ja. Also hat sich denn das für Sie bewährt? Das ist ja noch nicht so lange, dieses Zentrum ist ja erst 2004 oder so, habe ich gelesen, eröffnet worden. Ja. Haben sich denn Ihre Erwartungen da rein bestätigt? Übertroffen, also das läuft eigentlich noch besser als gedacht. Ja. Während die Kassen klingelten, ging draußen schief, was schief gehen konnte. Ein Phänomen, welches bundesweit immer wieder zu beobachten war und nicht nur dazu führte, dass hier und da mal Hasen oder Mäuse an den Pflanzen knabberten. Eigentlich hätte das ein Kleinsäugerschutzzaun verhindern müssen, der im Genehmigungsbescheid auch vorgeschrieben war. Doch oft fehlte er oder war, wie das Foto eines Weizenfeldes der Uni Rostock zeigt, völlig ungeeignet. Solche Verstöße gegen Auflagen waren alltäglich. Ebenso ständige Schlampereien, die bei vielen Feldern zu Durchwuchs und vergessenen Pflanzenbeständen auch nach der Ernte führten. Das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit als oberste Genehmigungsbehörde stellte auch nach dem Ende der Versuche fest, dass vielerorts weiter gentechnisch veränderte Pflanzen zu finden waren. Überraschen konnte das nicht. Die Versuchsbetreiberinnen waren Biologinnen oder wie im Fall der Mathematikerin Kerstin Schmidt sogar ganz fachfremd. Ihre Stärken mögen Laborarbeiten und Buchhaltung gewesen sein. Landwirtschaftliches Wissen fehlte ihnen hingegen offenbar ganz. Angesichts dieser Schlampereien und der natürlichen Ausbreitungsdynamik mit ständiger Vermischungsgefahr in Produktionskreisläufen konnte niemand hoffen, von den Wirkungen ausgespart zu bleiben. Ich meine, eine der wichtigsten Säulen im ökologischen Landbau ist, dass es absolut frei von Gentechnik ist. Und wenn Gentechnik auskreuzt, dann kann ich das nicht mehr
sagen, dass also meine Produkte wirklich hundertprozentig frei sind von Gentechnik und das ist, also ja, damit sehe ich meinen Beruf akut gefährdet oder den Ökolandbau überhaupt akut gefährdet. Doch trotzdem entstand der Protest unter den Betroffenen nur zögerlich. Dazu muss man wissen, dass Groß-Lüsewitz immer schon Forschungsstandort war. Ja. Hier war die Akademie der Landwirtschaftswissenschaften, hier wurde also immer geforscht und wurden immer Versuche gemacht, insbesondere mit Kartoffeln. Und die Leute sind in der Beziehung unkritisch, sowohl hier im Dorf als auch die genannten Firmen. Also dieser Spruch von dem Chef von der Norica, dass er mehr Angst hat vor einer Feldzerstörung als von einer Auskreuzung in seine Sorten, zeigt also, wie ahnungslos auch solche Experten sind. Ja. Und hier kam kein Widerstand im Dorf. Zu den wenigen Ausnahmen vom unerklärlichen Nichthandeln gehörte eine Initiative zur gentechnikfreien Gastronomie im Klützer Winkel, die Unterstützung von Protesten durch die Stralsunder Brauerei, deren Geschäftsführer wutentbrannt eine gerade erhaltene Auszeichnung für gutes Bier an die Landwirtschaftsministerin Aigner zurückschickte, sowie einige Landwirtinnen und Imkerinnen, die sich, schon einige Zeit früher beginnend, für gentechnikfreie Regionen engagierten. 2003, vorher im Herbst, diese Tagungen sind immer im März. Im Herbst hat sich die erste gentechnikfreie Region hier um die Ecke in der Babel-Recknitz gegründet. Zwischen von konventionellen und Biobauern. Und das war eine ganz wichtige Sache, dass es von hierher kam. Und es waren 10.000 Hektar. Das war ein Paukenschlag. Auch die ersten Parteien bewegten sich, während draußen munter Versuchsfelder angelegt wurden. Und da habe ich auch seinerzeit schon den Standpunkt meiner Partei, ich war damals auch schon Mitglied der PDS-Linkspartei, zum Ausdruck gebracht, dass wir gentechnisch veränderten Organismen ablehnen. Warum? Weil die Risiken überhaupt nicht einzuschätzen waren. Das war eines der ersten Sachen, dass wir präzisiert haben, wenn wir gentechnikfreie Regionen unterstützen, und das haben wir von Anbeginn an getan, dann dürfen wir eigentlich nicht nur bei den Pflanzen stehen bleiben, sondern dann müssen wir auch gentechnisch veränderte Futtermittel ausschließen. Wir waren nicht im Landtag dort damals, wir sind erst seit 2011 im Landtag. Also das war immer eine Opposition außerhalb des Landtages, wo wir halt versucht haben, die Landesregierung darauf zu drängen und zu fordern, von Herrn Backhaus beispielsweise, dass er sich dafür einsetzt, dass das Gentechnikgesetz beispielsweise nicht gelockert wird und so Sachen. Der Protest hielt sich zunächst in den üblichen Bahnen. Nicht wirkungslos, aber doch wenig mutig und durchschlagend. Irritierend wirkte, dass einige der wichtigsten Protagonisten gentechnikfreier Regionen in Mecklenburg-Vorpommern Gentechnikanwendungen teilweise befürworteten. Nach heutigem Stand der Technik ist Tierproduktion ohne Soja gar nicht möglich. Solange Feldversuche mit Mais und Kartoffeln gemacht werden, wo das Auswilderungsrisiko und der Pollenfluch nicht das Problem sind, und wenn da gut drauf aufgepasst wird, dass nichts passiert, würde ich sagen, das ist wahrscheinlich notwendig. Im April 2007 geschah dann etwas Neues. Mit dabei Johanna, damals direkt aus Lüneburg gekommen. 2007, bei dem ersten Versuch der Genfeldbesetzung mit dem legendären Bild-Zeitungsartikel, der hinterher entstand, das mit dem Ökos wollten Genfeld besetzen. Großartiger Artikel tatsächlich. Genau, das war mir auch so ein bisschen die Zeit, die mich so politisiert hat tatsächlich. Also ich habe irgendwo Leute kennengelernt, die meinten, naja, wir wollen das gegen Gentechnik machen, wie sieht es bei dir aus? Und ich war da noch, also es war noch vor meinem Abi, hatte auch keine Ahnung von irgendwas, habe gesagt, ja klar. Und schwuppdiwupp hing ich dann so mit so ein paar Leuten rum, die auf einmal dachten, wir besetzen so ein Feld. Und haben dann eben diese erste Feldbesetzung versucht, die im Endeffekt leider, also wir waren fertig, wollten eben auch so ein dreibeiniges, so ein Turm auf dieses Feld stellen. Das war quasi, wenn man nach Sagerheide fährt, noch vor dem Kuhstall. Links unter diesem Strommast. Genau, direkt bei dem Strommast, der da drauf steht. Und wir hatten alles vorbereitet und unsere Taktik war eben dieses Dreibein, was man so auf den Boden legt, was dann hochgezogen werden muss, was so aus Baumstämmen, die so 18 Meter hoch waren, entstand. Also wirklich unglaublich groß. Wir hatten halt vor, den Turm mit einem Auto hochzuziehen. Also wir hatten so einen quietschbunten Laster dabei, um das halt dann hochzuziehen, weil das nicht per Hand machbar war. Den hatten wir irgendwo anders abgeparkt, haben dann später herausgefunden, dass da die Nachbarn diesen Laster entdeckt haben und dachten, das Ding ist aber komisch, haben die Polizei gerufen. Die Polizei ist dann an der Straße entlang gefahren, wo wir alles aufgebaut haben, hatten alles so auf dem Boden flach liegen, haben dann die Polizei gesehen und uns ins Gebüsch geschmissen. Die Polizei fuhr vorbei und wir dachten uns, na gut, dann versuchen wir es jetzt dann halt weiter. Wir hatten dann auch schon dem Laster das Okay gegeben per Funken, dass die jetzt kommen könnten.
Und dann sahen wir, dass Polizei und wir zurückkommen, schmissen uns alle wieder in den Graben. Und dann passierte das, was wir hinterher mitgekriegt haben, weil sich Polizisten unterhalten haben, dass der eine Polizist aufs Klo musste, der musste halt mal, da haben sie angehalten, direkt da, wo wir waren. Wir hatten vorne an der Schlange. Wir lagen auch tatsächlich alle ziemlich weit hinten im Gebüsch und es wäre auch alles nicht weiter dramatisch gewesen, wenn wir nicht vorne an der Straße einen Spaten in der Erde gehabt hätten, was unsere zum Auspendeln Markierung, wo das Seil hin muss, war. Dann haben sie diesen Spaten gesehen, dachten nicht, huch, das ist aber komisch, dass hier nirgends irgendwie in der Pampa so ein Spaten rumsteht, und dann holten die Taschenlampe raus und leuchtet aus dem Acker, und dann lagen da halt so drei Leute relativ vorne bei dem Spaten, weil die ihm das Seil gerade ausgerichtet haben, die dann entdeckt wurden, und damit war dann halt unsere Versuch gescheitert. Haben wir das nämlich insofern mitbekommen, weil 2007 war ja im Rahmen des G8-Gipfels eine Demo in Lüsewitz geplant. Dann später, ja. Und das führte nämlich dann wahrscheinlich dazu, dass sie dort das komplette Kartoffelfeld mit Polizeiautos umstellt hatten. Ja, genau. Mit den Terminen von dieser Besetzung, weil ich auch in der Planung dabei war, war das so ein, okay, es geht, ich muss am nächsten Tag dann halt sofort fahren, weil ich muss Abi schreiben. Und wir haben hier im Zug gesetzt, bin nach Lüneburg, wo ich eigentlich herkomme, gefahren, habe Abi geschrieben, und da war noch, als ich halt weggefahren bin, war noch nicht klar, passiert noch was in Rostock, machen wir noch was oder nicht? Und ich bin aus dieser Klausur raus und mein Handy angemacht und habe halt angerufen und mit dir telefoniert, das weiß ich noch. Und du standst gerade vor dem Agrobiotechnikum, zwei Leute oder eine Person war oben auf diesen Turm raufgeklettert. Weil wir haben im Ort viele Aktionen gemacht, unter anderem haben wir diesen Turm erklettert, was die Polizei immer total kirre gemacht hat. Dieser große Funkturm, der auf dem Gelände, der gehört zwar nicht zum Gelände dazu, aber haben wir oben immer ein Transparent aufgehängt. Das ist sehr aufwendig, das wieder runterzuholen. Mein Name ist Frank, ich bin von der Polizei. Erstellt Straftat als Hausfriedensbruchter, kommen Sie bitte runter. Ich bin dann, nachdem ich dann gehört hatte, ja, wir stehen hier gerade vom Agrobiotechnikum, ist ganz viel Polizei da und auch andere Leute und wir machen halt hier Info und so ein Kram, dachte ich mir, oh ja, das lohnt, habe mich wieder in Zug gesetzt, bin wieder nach Rostock hochgefahren. Dann haben wir verschiedene Aktionen auch in verschiedenen Orten gemacht. Und jetzt noch die Frage von ihm, hat das mit dem Abi geklappt? Ja, es hat tatsächlich mit dem Abi geklappt. Also ich behaupte, das war keine Glanzleistung gewesen, aber ich habe das Abi bestanden und ich glaube, es wäre auch anders nicht besser gewesen. Also es ist ein Beweis, dass man zur Vorbereitung des Abis ruhig auch mal Genversuchsfelder besetzen kann. Auf jeden Fall. Im Juni rauschte dann der G8-Gipfel über die Region hinweg und ließ das Agrobiotechnikum mit seinen Versuchsfeldern an der B110 nicht aus. Hinzu kam eine heimliche Aktion auf diesem Feld. Unbekannte rissen Teile der gentechnisch veränderten Kartoffeln heraus. Kurz danach drohte das finanzielle Aus. Der bisherige Träger Biocon Valley zog sich zurück. Versuche und deren Geldflüsse liefen 2008 hingegen weiter. Der Anbau wuchs sogar. Auf 29 kommerzielle Anbaufelder mit fast 746 Hektar Gesamtfläche. Die Zahl der Versuche knickte erstmals etwas ein. 9 Felder waren es noch mit gut 23 Hektar. Mit dabei war nun auch ein Feld, welches in den Folgejahren einige Furore machen sollte. Die Amflora von BASF. Anfangs noch an mehreren Standorten geplant, entstand es schließlich in der Müritzregion auf den Flächen des Großgrundbesitzers Niehoff. Dort regte sich Protest, am Anfang noch klein und zaghaft. Das erste Interesse war entstanden, als BASF 2006 den Antrag gestellt hatte. Ja, also es waren irre spannende Jahre. Also 2006, so im Dezember, fing das an. Da hat die BASF dann ihren Antrag auf Freisetzung in der Zeitung auch veröffentlichen lassen. Und da war ich noch nicht gleich dabei. Und so Anfang 2007, dann sprach mich die Pastorin aus Vredenhagen an: Du komm mal mit, da geht es hier um Gentechnik. Und ich habe keine Ahnung, und Amflora, wie schreibt man denn das? Und so, keine Ahnung. Und komm mal mit hin, und da könntest du doch irgendwas machen. Naja, und so bin ich dann dazugekommen. Und wir waren am Anfang so 15, 17 Leute. Das waren irgendwie irre spannende Jahre, aufreibende Zeit. Wir haben irre viel gelernt, was eine Feldbesetzung ist, was eine Feldbefreiung ist, was Anbau ist, was Freisetzung ist und all solche Dinge, und sind mit dem BVL da in Verbindung und haben da 1000 Fragen gestellt, was das alles ist, und haben die genervt. Trotz allem, die gentechnisch veränderten Kartoffeln wurden erstmals 2007 und dann in den Folgejahren ausgebracht. Die dadurch aufgeschreckten GentechnikgegnerInnen machten sich auf dem Weg zum Acker. Dann haben wir uns 2007 mit den Wachschützern da mal unterhalten, da am Dambecker Feld. Und die hat auch ganz bereitwillig erzählt, ja, er kriegt 4 Euro die Stunde. Und
Ich sage, was sollen sie machen, wenn jetzt hier so Feldbefreier kommen oder irgendwie so? Ach, dann haben wir Anweisungen, weglaufen. Wegfahren, weglaufen und Polizei anrufen oder Chef oder so. Auf dem Feld selbst bestätigte sich im ersten Anbaujahr etwas, das schon von anderen Versuchsanlagen bekannt war. Es wurde geschlammt und auf Sicherheitsauflagen nicht geachtet. Der Norddeutsche Rundfunk zeigte einen abgeernteten Acker voller liegengebliebener Knollen. Das Ganze war gar kein Versehen. Ich will mal zeigen, wie das aussieht, wenn eine Kartoffel erfroren ist. Und dann erübrigt sich vielleicht auch die Diskussion über diese Kartoffeln. Wir als Landwirte lassen dann die Kartoffel oberflächlich über Winter liegen, dann erfrieren sie und dann lösen sich auf. Doch auch Niehoff dürfte bekannt gewesen sein, dass fast immer ein Teil der Knollen den Winter überlebt. So war es dann auch. Im letzten Jahr sind wir dann durch den Mais, der hier wuchs, gelaufen und haben dann fotografiert, dass neue Kartoffelpflanzen hier so auf der Fläche, sind. Wo wir waren. Ja, besonders später. Da hinten, so an der Kurve, da war es sehr dicht. Und dann haben wir groß an die Glocke das gehängt, sodass wir dann endlich ernst genommen wurden und auch nach Rostock zum LALF gebeten wurden, dass die sich endlich mit uns unterhalten haben und wir da auch unseren Protest loswerden konnten. Und die haben uns erzählt, dass sie nur eben auf Vertrauensbasis arbeiten erst und nicht gleich auf Verdacht und so. Sie kommen nur raus und machen Kontrollen, wenn die Eigenkontrollen irgendein Auffälligkeitsergebnis ergeben. Jetzt gab es hier die Kartoffeln. Sind die dann wenigstens weggemacht worden? Was dann passiert? Ja, wir sind dann nach der Ernte lagen hier zentnerweise die Kartoffeln frei zugänglich. Ich habe auch Stoppler beobachtet. Und für jedermann und auch für Tiere zu verschleppen, es war nicht eingezäunt, die Schilder sind dann auch abgemacht worden und die lagen hier zentnerweise. Der wilde Kartoffeldurchwuchs blieb nicht der einzige Aufreger in 2008, dem zweiten Amflora-Jahr. Das Feld und der noch zarte Protest in der Müritzregion erlebten eine Feldbesetzung. Irgendjemand rief mich an, hey, da ist irgendwas auf dem Feld, da in Dammbeck und so. Und dann sind wir dahin. Standen da riesige Tripods hier, eure wunderbaren Bauwerke. Die waren ja damit so, also irre Gedanken, mit so Stahlmuffen, so, ja, wie so ein Muff, so zusammengeschweißt, so innen drin, eine Kette und Schlüssel weggeschmissen, so dass sie bis hier hoch und dann in so einem Schlingenseil da so drin saßen, oben in dem Turm. Und nun, wenn der durchgesägt mit der Kettensäge hätte, wäre denen hier irgendwie die Arme ausgerissen. Ja, und dann hat er noch gesagt, ey, reißt da mir die Arme aus, geht nicht und so. Naja, jedenfalls war mächtig viel Betrieb am Feld, auf dem Feld und die waren verzweifelt und wussten gar nicht die Polizei, wie sie die da nun runterkriegen sollten richtig. Und dann kamen die da mit so einem Schaufelbagger oder so heißt das Ding wohl und haben da die irgendwie dann eingesackt und dann alle zur Polizei hin. 2009 lag das Amflora-Feld dann nahe Bütow. Wieder konnten Protestgruppen und MedienvertreterInnen eine Aktion mit einigen technischen Neuerungen erleben. Die schafften es nicht nur ins Heute-Journal, sondern dienten sogar Stefan Raab in seiner Blödel-Show TV Total als Vorlage für einen seiner gewohnt leicht konsumierbaren Gags. Es gibt keine Sicherheit, dass die Genkartoffeln, die hier auf diesem Acker wachsen sollen, nicht doch irgendwo anders in Verkehr kommen. Damit genau das nicht passiert, protestierten Anwohner und Bauern bereits gestern. Symbolisch verteilten sie Bio-Kartoffeln auf dem Acker, auf dem schon bald Laborpflanzen wachsen werden. Amflora, für die Wissenschaft noch ein großes Experiment, für die Politik wohl noch lange Zankapfel. Wahnsinn. Ja. Diese Mördersteinschleuder, da haben Sie das gesehen? Unfassbar, diese hochtechnisierten Ökoterroristen schrecken ja vor nichts zurück. So hatte Mecklenburg-Vorpommern mehrere Jahre zwei der Orte, an denen der Konflikt um die Agrogentechnik besonders heiß geführt wurde. Das Amflora-Feld in der Müritz-Region und das Agrobiotechnikum. Letzteres gedacht als Leuchtturm der Freisetzungsforschung bundesweit. Der wichtigste Förderer dort war Landwirtschaftsminister Till Backhaus. Aus seinem Haus kamen Millionen. Andere Ministerien schütteten ebenfalls große Summen aus. Die Ackerflächen und seit 2009 auch der Träger des Hauses waren Sache des Backhaus-Ministeriums. Wortgewaltig brach er dicke Lanzen für die geliebte Technik. Wir bekennen uns eindeutig zum Forschungsstandort Groß-Lüsewitz, sagt Minister Backhaus. Das beinhalte die ausdrückliche Zusage, dass auf den insgesamt 260 Hektar landwirtschaftlichen Flächen, die vom Land für die Entwicklung des Agrobiotechnikums bereitgestellt sind,
der Anbau von transgenen Pflanzen unter den geltenden strengen Sicherheitsvorgaben gestattet ist und bleibt. Groß-Lüsewitz soll ein wichtiger Pfeiler der Agrarforschungslandschaft in Mecklenburg-Vorpommern bleiben. Uns wollte Till Backhaus für diesen Film kein Interview geben. So können wir nur Archivbilder nutzen und ihn aus bestehenden Quellen zitieren. Dabei stellten wir fest, seine Befürwortung der Agrogentechnik hielt über viele Jahre an. Zwar stehe außer Frage, dass dem Schutz von Mensch und Umwelt oberste Priorität eingeräumt werden müsse, sagte der Minister. Darüber hinaus dürfe man jedoch jetzt nicht Wege verbauen, aus denen in Zukunft neue Möglichkeiten für Wachstum und Beschäftigung resultieren könnten, betonte der SPD-Politiker. Vor allem in Ostdeutschland könne der Einsatz der Biotechnologie Impulse für die weitere wirtschaftliche Entwicklung geben. Ähnlich in einer Telefonfragestunde. Sich der Erforschung der Möglichkeiten der grünen Gentechnik zu verschließen, bedeutet also, sich selbst seiner Zukunft zu berauben. Wer einen Zeitraum von etwa 50 Jahren nicht vorausdenken kann, sollte sich aus Politik und Wirtschaft raushalten. Was die Gegner des technischen Fortschritts bereits vor 150 Jahren befürchteten, ist heute allgemein eingetreten, wird aber akzeptiert. Eisenbahn, Auto, Flugzeug, Telefon und vieles mehr haben die Umwelt seither ständig verändert. Im April 2009 erlitt die Gentechnik-Lobby einen herben Rückschlag. MON 810 wurde bundesweit verboten. Damit verschwanden auch in Mecklenburg-Vorpommern alle kommerziellen Felder. Die Versuchsfelder wuchsen hingegen auf 10 mit beachtlichen 215 Hektar Gesamtfläche. Das lag daran, dass das Amflora-Feld in der Müritz-Region als Versuchsfeld angemeldet wurde, was eher ein Täuschungsmanöver denn Realität gewesen sein dürfte. Tatsächlich ging es der Firma BASF um die Erzeugung größerer Saatgutmengen in der berechtigten Hoffnung, im Folgejahr die Genehmigung zum kommerziellen Anbau zu erhalten. Die Versuchsfelder am Agrobiotechnikum wurden um 2 Kilometer verschoben, direkt an den östlichen Ortsrand von Sagerheide. Wir besuchten zwei Anwohnerinnen, die von 2009 bis 2012 einen Zaun, misstrauische Wachleute, Polizeistreifen und Hubschrauber sowie den ständigen Blick auf die Versuchsfelder direkt an der eigenen Grundstücksgrenze erlebten. Hier ging es konkret 2009 los. Also man schaut dann früh aus dem Fenster und plötzlich denkst du, ups, der Zaun, der kommt ja so ganz nicht bei dir hin. Und dann verfolgt man das paar Tage und stellt dann fest, ja, da sind so mal 46 Hektar eingezäunt. Und da sollen dann die Versuche stattfinden. Unfreiwillig wurden die Nachbarinnen so zum Drehpunkt neuer Aktivitäten. Der Ortswechsel hatte noch eine andere, für die Gentechnikseilschaften gar nicht erfreuliche Wirkung. Sagerheide gehörte nicht, wie Groß-Lüsewitz, zu Sarnitz, wo der FDP-Bürgermeister Joachim Hünecke von Beginn an als Lobbyist pro Gentechnik auftrat. Jetzt war die Gemeinde Thulendorf zuständig und die Arroganz der Gentechnikseilschaften stieß dort auf Ablehnung. Ich glaube, der entscheidende Punkt war, dass wir eben überhaupt nicht beteiligt wurden. Das hat eigentlich sehr schnell in der Gemeindevertretung dazu geführt, dass auch die Leute, die sich gar nicht damit beschäftigt haben, sofort gesagt haben, nee, also Leute, das lassen wir uns nicht machen. Wir sind also in keiner Weise irgendwie beteiligt worden, wir haben von nichts gewusst. Ja, und eigentlich ist es ja ein kleines Dorf, möchte nicht dadurch bekannt werden auf der ganzen Welt, dass es die Eintrittspforte für die Gentechnik wird. Ja, also da hat niemand drauf Lust und das reicht schon aus, um die entsprechenden Beschlüsse zu fassen. Ne? Also da wurde inhaltlich gar nicht so viel drüber geredet, aber wenn man so übergangen wird und teilweise auch dann anschließend noch ein bisschen beschimpft wird, das funktioniert dann nicht. Also da kann man in der Gemeindevertretung nichts landen und dann gibt es eben klare Beschlüsse. Und wir haben dann auch sehr schnell uns als gentechnikfreie Gemeinde sozusagen diesen Beschluss gefasst, den man da fassen muss. Und seitdem hat es eigentlich nur einstimmige Beschlüsse gegeben. Die Gemeinde blieb mit ihrer Haltung nicht allein. Die Gewerkschaft Verdi Nord fällte einen Beschluss gegen die Gentechnik. Die Kirche schrieb fest, dass ihr Land nur noch gentechnikfrei beackert werden darf. Außerdem klappte 2 Jahre nach dem Scheitern im ersten Versuch eine Feldbesetzung diesmal besser, wenn sie auch nur wenige Stunden hielt. Am 3. April klingelte es an der Tür und wir wurden gefragt, ob wir so lieb wären, Tee und kalte Wasser zur Verfügung zu stellen, weil auf dem Feld hinter uns eine Besetzung stattfand. Und das fanden wir natürlich spitze, weil, also ich sag mal, wir sehen das jetzt nicht als Straftat an, wie das hier so gehandhabt wird, wobei der Straftat bestand sich eh nur auf Sachbeschädigung, also eines Zaunfeldes und auf
Hausfriedensbruch beschränkt, aber ich sag mal, Hausfriedensbruch kann man sich nur drüber streiten, wenn da ja immer Transparente dranhängen, wir laden ein zum Tag der offenen Tür. Ne? Und insofern, ich sehe das als eine Form der Demonstration oder des einer Meinungsäußerung, so eine Art Ziel. Wir haben da natürlich sehr bereitwillig Kaffee und Tee gekocht und auch gesagt, in dem Augenblick, wo die Aktivisten, die dort auf dem Feld diese Besetzung machten, die Polizei war schon vor Ort mit 16 Fahrzeugen, kriegen alle Aktivisten den Platzverweis. Das heißt, sie müssen sich 2,5 Kilometer vom Tatort entfernen. Und circa 20 Aktivisten. Ja, und davon waren 8 ungefähr angekettet. So, dass die natürlich dann nicht mehr mitbekommen, was auf dem Feld passiert. Und da haben wir gesagt, okay, ihr könnt hier bei uns auf dem Grundstück bleiben, da habt ihr gute Sicht und dann könnt ihr euch hier auch versorgen und so weiter. Das ist alles voll in Ordnung. Wir wollen auch dann helfen. Und sollte den Tripod berühren. Und das war so ein Turm, viele Meter hoher Turm, auf dem sich Leute festgekettet haben? Ja, genau. Und dann kamen die da mit ihren Gerätschaften, die eigentlich für sowas völlig ungeeignet sind. Da gab es wohl eine ziemlich heftige Diskussion. Die eine Feuerwehr hat sich dann geweigert, das durchzuführen. Dann hat es die nächste Feuerwehr gemacht. Also da gab es schon viele Diskussionen. Und die haben auch gesagt, sie machen sowas nie wieder. Die brauchen nicht mehr anzurufen. Ja, und was eben dann, also über den ganzen Tag über fand dann die Beräumung statt auf dem Feld. Das fanden wir dann natürlich sehr toll, dass die Aktivisten, die dort waren, dann beschlossen hatten, dass sie in Sageheide eine 14-tägige Mahnwache machen wollten. Und gesagt haben, wir bleiben jetzt noch hier und bauen hier unsere Zelte auf und versuchen mit Infotischen Leute anzusprechen. Und das haben wir dann genutzt und hatten nochmal so eine Informationsveranstaltung vorbereitet. Wo wir dann auch hier dank Biofrisch Informationen verbreiten konnten, ne, mit Handzetteln. Die Kinder sind noch los, haben die Zettel in Sahnitz und Pohlendorf und das Wüsewitz verteilt. Aber so diese Zeit, das war für uns dann so der Punkt, wo wir sagten, mein Gott, Arbeit, Kinder und so weiter. Du musst jetzt mal anfangen, irgendwo dich zu informieren. Wo man dann so Stück für Stück hinter Beschlagen bekommt, wo man natürlich dann auch manchmal ganz schön enttäuscht ist und wütend wird und sagt, oh Gott, hat das Sinn, aber wir sind ja Gott sei Dank auch zu zweit, gut, wenn der eine mal irgendwie durchhängt, der andere den dann wieder aufmuntert und ja, wir sind dran geblieben. Die Besetzung schuf Aufmerksamkeit, konnte aber den Aufbau der Versuchsanlagen und die Einsaat mit gentechnisch veränderten Pflanzen nicht verhindern. Die wuchsen jedoch nur einige Wochen, manche nur Tage. Dann erlebten die Anwohnerinnen die nächste aufregende Nacht. Im Mai 2009 war plötzlich in der Nacht etwas Unruhe und viel Geschrei und dann Licht und später kam auch noch Polizei. Und da war irgendwie eine Feldbefreiung bei der Stadt gefunden. Das war die Zeit, wo die Wachmänner noch durchs Dorf gehen durften. Und weil das ja auch so ziemlich langweilig ist, sich ab und zu auch mal mit den Nachbarn unterhielten oder auch mal mit unserem Sohn. Und der erzählte uns auch, dass da irgendwas stattgefunden hat. Also das Feld sei überfallen worden, wie er sagte. Mehr Polizei kam. Hochnervös bedrängte sie Menschen, die auf den öffentlichen Wegen am Feld spazieren gingen. Wir haben ja diesen Zaunspaziergang gemacht an dem Gengarten bei Sageheide. Und ungefähr 10 Minuten später kam dann schon eine Polizeistreife. Die waren vom Sicherheitsdienst beauftragt worden, uns jetzt mal zu befragen, warum wir da spazieren gehen, was wir da so machen. Und die kommen dann sofort. Man geht da spazieren, öffentlichen Wegen? Auf öffentlichen Wegen. Wir standen wirklich auf einer Straße und haben einen Spaziergang gemacht mit Blick natürlich auf diesen Zaun und auf das dahinterliegende Feld und Gewächshäuser. Und Polter die Polter standen sie dann da als Streife und wollten von uns wissen, was machen sie denn da? Und schlimmer erwischte es die Anwohnerinnen. Verbunden war der ganze Versuchsgarten ja doch mit ganz erheblichen Einschränkungen und Belästigungen, kann man schon wirklich sagen. Ne? Also wir hatten dann so zweimal zwei Wachschützer, 24 Stunden am Tag, die immer sehr gut auf uns aufpassten. Egal was du machst, ob du im Garten sitzt und ein Bierchen trinkst oder ob du eine Geburtstagsfeier machst oder Bekannte zum Zelten kommen, der Wachschutz war immer dabei am Zaun mit und ohne Feldstecher. Und auf der Straße hatten wir dann ab 2010 stündliche Polizeikontrollen. Da wurde dann immer sehr intensiv geguckt, was ich da mache und was das für Fahrzeuge sind. Das ging sogar so weit, dass nachts die Polizei über den Hof kommt und dann mit der Taschenlampe mal so in die Autos reinleuchtet. Hier auf eurem Privatgrundstück? Ja, hier auf dem Grundstück. Ohne sich mit euch abzusprechen? Genau.
Unser Mieter, der wurde eben dann einfach im Wald mal angehalten von der Polizei, Ausweiskontrolle. Einmal in 3 Jahren findet hier eine Verkehrskontrolle statt, was die Geschwindigkeit betrifft. Ne? Und dann war das eben wirklich so, Konrad ist 9-mal kontrolliert worden in einem Jahr. Ja, 2010 wurde es dann auch sogar noch besser insofern, dass wir wirklich eine wöchentliche Hubschrauberinspektion kriegen. Da kam einmal die Woche, in der Regel war das am Dienstag, kam der Hubschrauber. Die sind, glaube ich, hier im Lager stationiert und kreiste dann so, also eine gute Viertelstunde, manchmal auch länger hier über unserem Grundstück beziehungsweise auch über den Nachbargrundstücken. Wir haben eine kleine Anfrage gestellt, die heißt dann finanzielle Aufwendungen des Landes Mecklenburg-Vorpommern im Zusammenhang mit dem Agrobiotechnikum Groß-Lüsewitz. Es ist dann eben ein echter Knüller geworden, dass da in den 2 Jahren, die wir befragt hatten, wir hatten die Jahre 2010 und 2011 befragt, da sind eben Hubschrauberstunden zusammengekommen, die in der Summe über 100.000 Euro gekostet haben. Und so wurde dann getitelt, die teuersten Knollen der Welt werden hier bewacht. Doch aller Aufwand verpuffte. In der Nacht auf den 2. Juli griffen Unbekannte die Felder erneut an. Das Geschrei der getroffenen Branche und ihrer Unterstützer war groß. Schlagzeilen malten blutrünstige Bilder von bösen, aber leider erneut entwischten Feldbefreierinnen. Die hätten Wachleute gewalttätig angegriffen. Ute und Andreas Strauß, die auf dem Nachbargrundstück erst Ohren und dann Augenzeuginnen des Geschehens wurden, erzählen eine andere Geschichte. Unser Schlafzimmerfenster ist wirklich in Richtung des Feldes. Und das kann man in der Stadt vielleicht nicht so nachvollziehen, aber man hört wirklich sehr weit Geräusche. Ja. Man hört nicht genau, was sie sagen, aber man hört genau, wenn sich die 2 Wachleute dort unterhalten oder so. Ne? Dadurch gibt es Situationen, wo man einfach wach wird, weil da Wuhling auf dem Feld ist. Ne? Also das ist einfach so. Da braucht man gar nicht drauf warten. An dem Tag weiß ich genau, dass von dem Punkt, wo es Krawall gab, bis zu dem Punkt, wo die Polizei kam, war eine halbe Stunde. Aber der Krankenwagen kam erst viel, viel später. Und am nächsten Tag hieß es, Wachmann verletzt, ja. Und dann hieß es, gebissen. Ins Gesicht gebissen. Ja. Und wir überlegen, was könnte das, die Nase sein? Ne, irgendwie was, also. Aber wie gesagt, es ist recht langweilig für die Wachleute. Also haben wir uns dann in den nächsten Tagen mit dem Wachmann dort unterhalten. Und der hat uns ganz klar geäußert. Also, naja, der ist in den Finger gebissen worden, weil er versucht hat, jemanden zu überwältigen. Und die wollte sich... War noch weiblich, ja, also wie er das sagte, die wollte sie nicht überwältigen lassen. Und, naja, also es ist fürchterlich traumatisiert worden. Also er ist auch am Tag darauf wieder zum Dienst gekommen. Während es 2009 viele Aktionen gab, wurden forscherische Tätigkeiten auf den Flächen selten beobachtet. Dafür kamen Busse mit Schaulustigen vorbei. Und dann kam ein ganzes Rudel Studenten und Frau, ich kannte sie sonst nur von Fotos, Frau vorneweg. Denke ich, na gut, jetzt geht sie zum Feld und wird sie ihnen erklären, was das alles für tolle Sachen sind. Jedenfalls kamen die zurück und ich sagte dann laut und deutlich, na, wenn es jemanden interessiert, jetzt haben sie die schöne Seite von GVO kennengelernt. Vielleicht interessiert sie, was die Dorfbevölkerung oder andere Leute darüber denken. Und die ist mehrheitlich dagegen. Da gab es keinen, der das Heft abnehmen wollte. Erst, glaube ich, ein einzelner Student, der sich traute, das Heft zu nehmen. Und dann kam Frau Pro ganz locker und, ja, was haben Sie denn da? Was, das von diesem Kriminellen? Ja, dieses Heft. Und dass Sie das verkleiden. Dass Sie das, ich meine, ich hatte mich noch nie mit ihr irgendwie zu tun gehabt, noch nie irgendwie. Dass und dann Sie hat das sie das verkleiden. Auf den Stapel raufgeschmissen, ja. Und in dem Augenblick haben alle Studenten ein Heft. Was Frau Brohr so ärgerte, war 2009 eine weitere Neuerung im Widerstand. Der Blick hinter die Kulissen. Angeregt durch Film und Buch Monsanto mit Gift und Genen, der den Filz zwischen Behörden, Konzernen und Lobbyisten in den USA durchleuchtete, sammelte der Buchautor und Aktivist Jörg Bergstedt Daten über die Lage in Deutschland. Im Frühsommer präsentierte er, zunächst im Internet, die ersten Ergebnisse in Form der Broschüre Organisierte Unverantwortlichkeit. Die war noch gar nicht aus der Druckerei gekommen, da schürte sie schon erste Wut. Zum Glück gibt es ja aber eine Vielzahl von Informationsmöglichkeiten heutzutage übers Internet. Und da hat Ute, auch bevor wir dich kennengelernt haben, schon sozusagen den Vorgänger deines Heftes im Netz gefunden. Das hatte sie ausgedruckt komplett. Und hatte das abends, also wir haben ja tagsüber immer sehr viel zu tun, aber abends dann gelesen.
und wurde immer wütender, so wütend, dass ich ihr verboten habe, das abends vom Einschlafen zu lesen. Für uns stand die Frage, das Feld oder wir. Also ich sag mal, es gab sogar da durchaus Dispute zwischen uns. Also Ute war manchmal drauf und dran, hier wegzuziehen, weil sie sagt, das halte ich auf Dauer nicht aus. Und ich habe gesagt, ja, das passt denen. Wenn wir hier abhauen, dann haben die hier noch einen Punkt mehr Freiheit. Also uns. Also blieb uns nur übrig, ja, irgendwas dagegen zu tun. Und sag mal, jetzt nur irgendwo mal eine Unterschrift zu geben auf so einer fertigen Liste, das ist sicher wichtig. Und das ist sicher auch gut, wenn das viele Menschen machen. Oder im Internet da irgendwo per Mausklick sich an eine Umfrage zu beteiligen, das ist sicher auch wichtig. Aber wir haben gesagt, wir müssen schauen, was wir alles eben irgendwie machen können, um ja vielleicht doch was zu bewegen oder um wenigstens Leute zu informieren. Gesagt, getan. Sie unterstützten die Mahnwache im Frühjahr 2009, druckten Spruchbänder für die Dorfbevölkerung und bestellten über 17.000 Stück der Broschüre über die Gentechnikseilschaften, um sie an jeden Haushalt rund um das Agrobiotechnikum und die Versuchsfelder zu verteilen. In Rostock und Sarnitz, später auch im eigenen Garten und im Dorfgemeinschaftshaus von Thulendorf, lief der Vortrag zu den Gentechnikseilschaften. Erste Fassung der in den Jahren danach auch an vielen anderen Orten gezeigten Tonbilderschau Monsanto auf Deutsch. Die aus 2006 und 2007 schon bekannten Feldbegehungen wurden neu belebt und nun auch immer mit den Informationen hinter den Kulissen gefüttert. Bei den Betroffenen und den sie stützenden Institutionen stieß all das auf wenig Gegenliebe. Der alternative Nobelpreisträger Percy Schmeiser durfte an der Agrarfakultät der Uni Rostock nicht sprechen. Und die Tonbilderschau Monsanto auf Deutsch traf es gar vollständig. Die ganze Uni war ihr verschlossen. Bis heute. Der Vortrag musste in das Heinrich-Böll-Haus verlegt werden, wurde dort aber, welch Absurdität, von über 20 Anhängerinnen der Gentechnik-Institute durch Zwischenrufe massiv gestört. So präsentierte sich das offizielle Mecklenburg-Vorpommern viele Jahre als Eldorado für die Agrogentechnik. Was Kritikerinnen störte, ließ Propagandistinnen frohlocken. Thomas Deichmann, der marktradikale damalige Novo-Chefredakteur, späterer Preisträger des Lobbyverbandes Innoplanta, Autor von Warum Angst vor grüner Gentechnik und schließlich Gentechnik-Pressesprecher von BASF, schrieb: Augenfällig ist auch in Mecklenburg-Vorpommern die fruchtbare und vertrauensvolle Kooperation zwischen unterschiedlichen Ministerien, Forschungseinrichtungen und Agrarbetrieben, was maßgeblich auf das unermüdliche Engagement zweier Frauen zurückgeht, der FINAP-Vorsitzenden Inge Bröhr, Agrarökologin an der Universität Rostock, und einer ihrer Stellvertreterinnen, Kerstin Schmidt von der Biomat GmbH in Rostock. Die so gelobten Netzwerke boten optimale Voraussetzungen, um Gelder loszueisen, Genehmigungen zu erhalten, Kooperationspartnerinnen einzubinden und lästige Nachforschungen zum Beispiel durch die Kontrollbehörden zu vermeiden. Das, was jetzt hier kommt, stammt von ihrer ganz eigenen, von der Universität Rostock Internetseite, eine Sammlung, also die jetzt so ganz offiziell ist. Und es ist auch nur ein kleiner Ausschnitt aus den verschiedenen Ämtern der Inge Bröhr. Also in Wirklichkeit sind das doch viel, viel mehr. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Und wenn man sich diese Liste anguckt, dann sieht man sie in den verschiedenen Bereichen gleichzeitig herumeiern. Zum Beispiel im Beirat des Landwirtschaftsministeriums Mecklenburg-Vorpommern, da kommt das ganze Geld her. Dann sitzt sie in der Arbeitsgruppe Anbaubegleitendes Monitoring des Julius-Kühn-Instituts. Da geht es dann halt um die Kontrolle der Versuche. Ist halt Vorsitzende des Vereins FINAP und deren Tochterfirma Biovativ macht die Versuche. Das heißt, sie ist auch die Versuchsdurchführende. Sitzt im Lobbyverband Bundesverband Deutscher Pflanzenzüchter, beim Konzern KWS sitzt sie mit drin und so geht das lustig weiter, auch bei der Europäischen Kontrollbehörde und Genehmigungsbehörde EFSA sitzt sie mit drin und hat 9 Patente, die meisten davon mit der Firma Bayer. Also hier ist wirklich so, macht Versuche, macht die Lobbyarbeit für sich selbst, vergibt die Gelder für sich selbst und ist bei der Kontrolle selber. Das ist hervorragend, kurze Dienstwege von Synapse zu Synapse sind gewährleistet. Perfekt gemacht. Den zuständigen Minister und damaligen Gentechnikfreund Till Backhaus können wir weiter nur zitieren. Er hielt zu den Behörden und Versuchsbetreiberinnen. Noch am 8.3.2011 formulierte er in einem Schreiben an den BUND Mecklenburg-Vorpommern: Ich hege keine Zweifel, dass das BVL sowie die an der Prüfung beteiligten Bundes- und Landesbehörden die für das Genehmigungsverfahren vorgelegten Unterlagen unter Berücksichtigung des aktuellen Stands von Wissenschaft und Technik prüfen und bewerten und schließlich in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht entscheiden werden. Bei Inge Bröhr überzeugten ihn sogar gerade die vielfachen Verflechtungen. Frau Professor Bröhr besitzt als integere Wissenschaftlerin mein Vertrauen. Gerade ihre Mitarbeit in wissenschaftlichen Gremien der Biosicherheitsforschung macht sie zu einer wichtigen Fachfrau. Nicht anders die Regierungsparteien.
Passend zum Höhepunkt der Auseinandersetzung formulierten SPD und CDU am 3.6.2009 ihre Einstellung pro Agrobiotechnikum in einem gemeinsamen Antrag im Landtag. Der Landtag ist der Auffassung, dass Grundlagenforschung zu Biotechnologien durch das Agrobiotechnikum in Groß-Lüsewitz unter besonderer Beachtung von Fragen des ökologischen Landbaus verstärkt werden muss. Beide Parteien und die FDP stimmten zu. Auf der Internetseite der SPD-Landtagsfraktion zu der Sitzung, in der der Antrag verabschiedet wurde, hieß es zudem: Der Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz, Dr. Till Backhaus, forderte in seinem Beitrag, sowohl über die Risiken als auch über die Chancen der Gentechnik umfangreich aufzuklären. Die eigene Forschung in Groß-Lüsewitz sei die Voraussetzung, bei der Bewertung der Folgen grüner Gentechnik nicht auf Monsanto und Co. angewiesen zu sein. Deshalb sei das dortige Wirken im öffentlichen Interesse. Das breitete die seltsame Widersprüchlichkeit vor, die sich im Laufe der Proteste in den politischen Spitzen entwickelte. Gentechnik nein, Gentechnik-Versuchsfelder zum Entwickeln der nicht gewollten Technik ja. So fand es sich auch im Koalitionsvertrag von SPD und CDU, gültig von 2011 bis 2016. Die Koalitionspartner lehnen den Anbau gentechnisch veränderter Pflanzen ab. Bei der Forschung in Mecklenburg-Vorpommern soll gezielt Risikofolgenabschätzung betrieben werden. Doch direkte Aktionen und öffentliche Kritik an Feldern und intransparenten Strukturen zeigten Wirkung. Für die Gentechnikkreise in Mecklenburg-Vorpommern wurde die Luft immer dünner. Mit großen Plänen gestartet, endeten ihre geldgetriebenen Träume im Jammertal von Fördergeldsuche und dubiosen Firmenstrukturen. Das Feld bei Groß-Lüsewitz lässt BASF Plan Science von einem externen Dienstleister bestellen, der Firma Biovativ. Die besitzt einige Ackergeräte sowie einen Traktor aus Weißrussland und soll die Freisetzungen wissenschaftlich begleiten. Vor allem aber soll sie helfen, das ganze Zulassungsprozedere schneller und billiger zu machen. Eine Pflanzenzulassung kostet im Moment mindestens 10 Millionen Euro, so Brohr, was sich fast nur Konzerne leisten könnten. Wir könnten hier auf 1 Million Euro runterkommen. Chefin von Biovativ ist Brohrs Bekannte Kerstin Schmidt. Auf ihrer Visitenkarte stehen neben der FINAP und Biovativ auch noch ein paar andere Firmen. Biomat etwa, ein kleines Statistikunternehmen, und BioOK, eine One-Stop-Agency für Pflanzenzüchter. Schmidt bekommt 3 Geschäftsführergehälter und alle Firmen haben eines gemeinsam. Ohne öffentliche Fördermittel würde es sie so nicht geben. Es gab sie und am Anfang deutete auch alles auf ein Gelingen hin. Die Bürger Mecklenburg-Vorpommerns stehen den wachsenden Chancen und neuen Entwicklungen äußerst offen gegenüber. Sie begleiten sie kritisch, aber unvoreingenommen. Deshalb sind die Genehmigungsverfahren nach dem Gentechnikgesetz äußerst kurz. Wir haben ja mit 9 Staatsschützern persönlich sozusagen Bekanntschaft geschlossen. Ne? Also, das sind die sich offiziell vorstellten, mit Name, ne? und so weiter. Und die haben uns auf den Kopf zugesagt, also wir haben das Zeug hier in Mecklenburg-Vorpommern, weil Mecklenburg-Vorpommern so schön widerstandsarm ist. Doch die Gentechnik-Lobby irrte. Es wuchs Widerstand. Und zwar entschlossen, kreativ und mit der Zeit immer besser verbunden mit Anwohnerinnen, Kommunalpolitik, einigen Umweltverbänden, am Ende sogar einzelnen Parteileuten. Das Spektrum reichte von Veranstaltungen in den umgebenden Gärten über Inspektionsspaziergänge am Zaun bis zu Aktionen und Protestschildern in Sagerheide. So ging es ins Jahr 2010. In der Müritz-Region stand die Amflora-Kartoffel nach ihrer Zulassung nun als kommerzielles Feld, in der Karte also gelb gefärbt. 150 Hektar waren dafür angemeldet. Die Zahl der Versuchsfelder sank leicht auf 8, deren Gesamtfläche wegen des Umstellens des Amflora-Feldes auf kommerziellen Anbau deutlich, nämlich auf nun knapp 22 Hektar. Das war eigentlich ein sehr intensives Jahr mit allen möglichen Aktionen. Da kam dann Greenpeace, kann ich mich erinnern, die kam im Abstand von 2 Tagen. Einmal haben sie sich an der Lagerhalle angekettet, so einzementiert mit so Stahldingern und transparent. Zwischendurch waren dann plötzlich über Nacht so Felder befreit, riesige Stücke zum Teil. Und das erste Mal rief mich die Presse an und dann haben sie gesagt, also hier haben sich irgendwie so Kartoffelkäfer geoutet und die hätten da irgendwie auf dem Dambecker Feld Biokartoffeln dazwischen gepflanzt und als Marker und Erkennung Topinambur-Pflanzen. Was meinen Sie dazu? Ich sag, das halte ich eigentlich für eine Ente. Da wusste ich ja noch nicht, was es alles so gibt. Dann gab es öffentliche Feldbefreiung. Ja, wir besetzen dein Haus. Ja gut, mein ganzes Haus voll. Dann war das sehr interessant.
das dann alles so beraten wurde, was es alles so gibt für Möglichkeiten, die ich natürlich hier nicht ausplaudern kann, aber es war alles irgendwie wahnsinnig spannend und irre. Und der Polizeichef von Waren, der hat gesagt, also hier, nichts kommt durch. Keiner kommt hier auf das Feld. Alles sicher. Und er hatte nicht recht, weil wir konnten dann trotzdem alle möglichen Tricks anwenden, sodass es eben geglückt ist. Ich will da nicht weiter drauf eingehen. Ja, und das war dann mit Polizeikontrollen und richtig Ausweiskontrollen haben die denn gemacht. Leute, Personenkontrollen, Autos angehalten mit fremden Nummern, da aber sowas von grün rundum alles, also von Polizei meine ich. Das war irre, dieser Aufwand. Ja, die Presse stand da und die Medien und wollten da fotografieren und gucken, wo die nun kommen. Und die Feldbefreier waren in Aktion irgendwie. Und dann, pups, dann kamen sie doch von der anderen Seite. Und die Polizisten, die stürzten und stolperten da über das Feld und fielen dahin. Und die BASF hat natürlich auch Häppchen und Informationen und Luftballons steigen lassen, so was die dann eben so drauf haben. Und auf einmal höre ich hinter mir, ja, Frau Wörner, nun staunen Sie, jetzt bin ich hier. Was? Oh, dachte ich, Backus hier, guck an, ja. Warte, ist er tatsächlich gekommen, ja. Und dann habe ich den gleich weitergeschickt dazu, zu dem Chef dieser europäischen Feldbefreiungsbewegung. Und dann haben die sich da unterhalten und da hat er auch deutlich gesagt, wir brauchen diese Amflora nicht. Backhaus Worte am Rande des Feldes? Man kann Vermischungen oder Verunreinigungen nicht verhindern. Und deshalb gibt es keine Koexistenz zwischen konventioneller Landwirtschaft, Bioanbau und Genpflanzenanbau. Besonders viel Aufmerksamkeit erzeugte die Ernte im Herbst des Jahres, aufgezogen als große PR-Show. Im Mittelpunkt stand der Bundeswirtschaftsminister Höchst persönlich, den die BASF als Erntehelfer gewinnen konnte. Wir durften ja nicht weiter hin, vorne waren ja die Häppchen und Gulaschkanone, alles für die geladenen Gäste von den Gentechnikbauern und BASF. Erstmal war Polizei über Polizei immer da, ja, bei allen Aktionen immer Polizei und die BASF auch vor Ort. Jedenfalls, Brüderle flog ein und wir dann gepfiffen mit den Trillerpfeifen und der Christian Prasser hier von den Grünen aus dem Kreis, der ist ein wunderbarer freier Redner und der hat mit so einem Megafon und wir begrüßen den Bundeswirtschaftsminister Brüderle, der auf unsere Steuergelder hier einfliegt. So brachte das Jahr viele Höhepunkte an Widerstandskultur rund um das Amflorafeld. Ein Jahr später führte das zum Erfolg. Vorher zeigte die Bürgerinitiative für eine gentechnikfreie Müritz-Region noch an einer anderen Stelle ihre Standhaftigkeit. Sollten wir eine SPD-Ehrung kriegen? Und da haben wir gedacht, SPD-Ehrung? Die unterstützen da und geben da landeseigene Flächen da zur Verfügung für Groß-Lüsewitz hier und so. Solange die keinen solchen Standpunkt und sagen, die Amflora brauchen wir nicht. Und auf der anderen Seite klüngeln sie und laden auch die BASF und die Gentechnikvertreter da ein und geben da Landesflächen und Gelder dafür. Nee, lehnen wir ab. Und dann hatte Ilse die Idee, wir machen eine Pressemitteilung. Das war super. Die kann man durch die ganze Welt wieder mailen. Und es hat auch gute Wellen geschlagen. Viele Gratulationen gekriegt für unsere Standhaftigkeit. Till Backhaus Besuch bei der Feldbefreiung am Amflorafeld bildete den Höhepunkt jener seltsamen Doppelzüngigkeit vieler Landespolitikerinnen. Böser kommerzieller Anbau, gute Versuchsfelder made in Mecklenburg-Vorpommern. Das wurde zur ganz offiziellen Linie über Parteigrenzen hinweg. Im Ergebnis hat es eine ziemlich klare Verständigung hier im Landtag gegeben, dass wir gentechnikfreie Regionen unterstützen wollen, dass wir für die sofortige Anwendung wirtschaftlicher Anwendung der Gentechnik uns nicht einsetzen werden, aber dass wir auch eine Grundlagen- und Risikoforschung fordern, die die vielen ungelösten Fragen dann behandelt. Verlassen konnte Mensch sich auf die Politik also nicht. Fast alle blieben wie Backhaus Befürworterinnen der Versuche am Agrobiotechnikum und damit der Entwicklung genau der Pflanzen, deren Ausbringung sie gleichzeitig ablehnten, zumindest verbal. Till Backhaus zum Beispiel, so ein Stichwort. Der Landwirtschaftsminister, der ja wirklich einer der großen Unterstützer hier bei der Gentechnik war, habt ihr auch ein bisschen abgerieben. Ja, aber der war nicht einmal hier. Also er war Landwirtschaftsminister, hat aber die Mehrheit der Bauern verraten. Das ist ja eine geringste Minderheit an Bauern, die bereit sind, Gentechnik einzusetzen. Es gibt welche, wir haben auch von welchen das gehört, dass die gesagt haben, ja, mehr Manager, ne? Also eigentlich nicht Bauern, sondern Manager von großen ehemaligen LPG-Betrieben.
Er ist Verbraucherschutzminister gewesen. Ja, das ist in Mecklenburg nicht anders als im Rest der Bundesrepublik Deutschland. Die übergroße Mehrheit ist dagegen. Also wir sind sogar der Meinung, es sind über 90%. Also wir können diejenigen, die klar und deutlich sagen, nein, wir sind dafür, wir sind für Fortschritt und die Eisenbahn, da waren auch erst die Leute dagegen. Also solche Leute gibt's, aber die kann man an der Hand abzählen. Ja, mit denen wir haben mit bestimmt 400, 500, 600 Leuten gesprochen. Und wir wissen ganz genau, wer sich ganz klar dafür äußert. Es ne? gibt auch Sachen, die mit der Arbeit zusammenhängen, wie in Groß-Lüsewitz. Ne? Aber also er stellt sich als Verbraucherschützer gegen die Verbraucher, die das nicht wollen. So, und dann ist er noch Umweltminister. Tja, über die Biodiversität und den Zusammenhang mit der Gentechnik brauchen wir hier eigentlich auch nicht weiter zu reden. Und zu guter Letzt hat er die einzige Möglichkeit, wo er zeigen könnte, ob er das ernst gemeint hat, dass, wo gentechnikfreie Regionen sind, das Landesland dem angeschlossen wird. Diese Möglichkeit hatte er in den letzten Jahren, und das ist ein SPD-CDU-Beschluss gewesen, hat er hier in Sagerheide, das war die einzige Möglichkeit, wo er das hätte beweisen können, nicht bewiesen. Im Gegenteil, die Landesländereien wurden praktisch extra für die Gentechnik zur Verfügung gestellt. Da frage ich mich, was muss man eigentlich noch alles machen, um politisch überhaupt nicht mehr tragbar zu sein. Aber das Lustige ist, er ist der älteste Minister, ich glaube nicht nur mecklenburgweit, sondern deutschlandweit in der Landespolitik. Der erwähnte und vom Minister nicht beachtete SPD-Beschluss zeigte aber, der Protest drang allmählich in die Sphären der Macht vor. Auch wenn es noch 2,5 Jahre dauern sollte, bis die SPD-Führung ihren Treueschwur zum Agrobiotechnikum löste. 2011 brachte bei den Versuchsfeldern einen starken Knick nach unten. Noch 5 Beete blieben mit zusammen 0,5 Hektar Größe. Kommerziellen Anbau gab es nicht mehr. Auch das Amflora-Feld war Geschichte, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt bin ich froh, dass das alles irgendwie weit weg ist und ich würde doch alles vergessen. Und es war wirklich sowas von schlaflose Nächte und anstrengend und schwer. Aber es ist eine große Unterstützung gewesen von allen und aus Deutschland und man muss auch sagen Europa, wenn ich an die Franzosen und die Briten denke, die da kamen. Also die nächtlichen Aktionen waren sicherlich bundesweit angereiste Leute, keine Ahnung, aber irgendwie der Wahnsinn und dieser Zusammenhalt und diese Vernetzung, wie das alles so funktioniert. Wir haben irre viel gelernt und sind jetzt ganz schön tough. Das Agrobiotechnikum blieb umkämpft. Wir haben dann jedes Jahr immer geguckt und gebittert, was kommt jetzt von den angemeldeten Versuchen. Dann hat man immer gehofft, dass also je nach Vegetationszeit, also gut, der Mais kommt jetzt nicht mehr, weil es einfach zu spät ist, oder die Kartoffeln kommen offensichtlich nicht mehr. Dann kriegte man wieder neue Überraschungen, dass plötzlich die Zuckerrüben von Monsanto dazu kamen, obwohl die eigentlich ursprünglich nicht für Tullendorf gedacht waren. Ne? Das war immer so eine Zitterpartie. Der Sicherheitsaufwand wurde erhöht, dafür immer mehr Geld ausgegeben, unter anderem aus Forschungsfördertöpfen des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Doch das Ende nahte. Im Juli zerstörten Unbekannte die Versuchsfelder. Der Überfall hatte ungewöhnliche Ausmaße, wie der Blick in den Verfassungsschutzbericht zeigt. In der Nacht zum 9. Juli 2011 wurden bei Sagerheide, Landkreis Rostock, Versuchsfelder für gentechnisch veränderte Getreide- und Kartoffelpflanzen zerstört und ein Wachmann bedroht und festgehalten. Dabei entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 250.000 Euro. Ein vergleichbares Feld wurde in der Nacht zum 11. Juli 2011 in Üblingen, Sachsen-Anhalt, angegriffen und ein Wachmann mit Schlagstöcken und Pfefferspray bedroht. Es ist wahrscheinlich, dass die Taten zusammenhängen. 2011 war dann insofern nochmal ein sehr spannendes Jahr, dass Anfang Juli die gleiche Situation wieder war, dass da nachts was zu hören war und die Wachleute auf dem Feld irgendwie riefen und schrien und die Scheinwerfer hin und her gingen und dann die Polizei gefahren kam und die ganze Nacht über dort Untersuchungen machte und sich dann rausstellte, da waren Leute unterwegs, die das Feld kürzer gemacht haben. Die beiden spektakulären Aktionen innerhalb von 48 Stunden waren, wie es der Gentechnik-Lobbyist Uwe Schrader später ausdrückte, der Genickbruch, also der letzte Stoß für das Aus aller Felder in Deutschland. Die Aktivistinnen feierten das, unter anderem mit Sekt an der Tür zum ehemaligen Gentechnikzentrum. Die verzweifelte Branche samt erfolgloser Verfolgungsbehörden kamen hingegen auf besonders absurde Ideen. Eigentlich also war es 2011 durch und die wussten,
Es gibt keinen sicheren Quadratmeter mehr in Deutschland. Trotzdem haben sie 2012 noch ein Feld angelegt. Und das ist, finde ich, das absurdeste Feld, was Deutschland je erlebt hat. Es ist nämlich angelegt worden vom Landeskriminalamt Sachsen-Anhalt. In ihrer totalen Verzweiflung haben die ein Feld angelegt, um die Feldbefreier zu fangen. Haben Fallen aufgestellt. Und jetzt wird's richtig interessant. Das Feld ist angegriffen worden, komplett zerstört worden und alle Fallen haben versagt. Ja, also unsere Telefonnummer vom BUND, also insbesondere meine, erschien ja da in diesen kopierten Listen. Und für mich ist ja der eigentliche Skandal, dass es also auf Zuruf passiert. Also als ehemaliger DDR-Bürger kenne ich das ja, das war ja die Willkür genauso. Und dort wurde eben auch ohne Straftatbestand abgehört oder wurde das Postgeheimnis gebrochen. Trotz aller Hilfestellung durch die Apparate der Macht, 2012 war Schluss. Kein Anbau, keine Versuchsfelder mehr in Mecklenburg-Vorpommern. Nur noch die Falle in Sachsen-Anhalt. Die Gentechnikfirmen zogen aus dem Agrobiotechnikum aus. Und wir konnten die ehemalige Gentechnik-Hochburg in Groß-Lösewitz besuchen. Kerstin Schmidt und ihre Firmen waren nicht mehr dort. Das passte zu einer Aussage der Vielfachgeschäftsführerin in der Ostsee-Zeitung am 14. April 2012. Die grüne Gentechnik in Mecklenburg-Vorpommern ist tot. Auf dem Hinterhof fanden wir die abgebauten Sicherungen vom Feld. Stacheldraht, die äußere Umzäunung und in kleineren Rollen den erkennbar ungeeigneten Mäuseschutzzaun. Gleich daneben standen die ausrangierten Landmaschinen. Im Frühjahr 2012 hatten wir dann aber den Eindruck, dass es doch hier zu Ende geht, weil statt die Felder vorzubereiten für eine Aussaat, wurde der angefangen, der Zaun abzubauen. Und das war bestimmt ein gutes Gefühl. Das war ein sehr gutes Gefühl. Und also wir haben das sehr genossen. Das Spiel war aus. In Mecklenburg-Vorpommern und ein Jahr später in ganz Deutschland. Aus der millionengeförderten Vorzeigebranche war ein Häufchen Elend geworden. Das kam so zu einem Jammern so im Laufe der Jahre. Das ist auch heute noch so da. Ich kenne ja viele Leute, die dann mal so auf diesen Kongressen damit rumhängen und die immer erzählen, die halten gar keine Vorträge mehr. Die fangen an mit dem Jammern und machen dazwischen eine Phase Jammern und enden wieder mit Jammern. Dass alles ganz schrecklich sei. Am Anfang war es so etwas harmlos, dann gab es einstweilige Verfügungen, man darf sich den Feldern nicht mehr nähern und so weiter. Und die Universität Gießen hat es zum Beispiel mal hingekriegt, während wir das Feld dort besetzt haben, auf dem gesamten Unirechnernetz alle gentechnisch kritischen Seiten zu sperren. Es wird immer berichtet, dass sowas nur in Russland und in China vorkommen sollte. Ob es da überhaupt vorkommt oder ob das nur Propaganda ist, ist mal die eine Frage. Aber in Deutschland ist das erkennbar auch in Gang und Gäbe. Bei deren Treffen haben die immer wieder Leute ausgeladen, teilweise auch Leute sogar, die schon angemeldet waren. Das haben wir vor 2 Jahren erlebt. Da waren dann Leute hier auch aus Bayern da, die waren richtig angemeldet und die haben dann vorher mit Demonstranten geschwätzt und das haben die alles beobachtet und haben die gleich an der Tür gesagt, die kommen jetzt hier nicht mehr rein. Also da wird, die haben ein, das ist ja nicht souverän, ne? Also die haben einen unglaublichen Schiss die ganze Zeit nur noch gehabt und haben sich zurückgezogen und haben riesige Polizeiketten dahingestellt, um geschützt zu werden. Interessant fand ich auch die Uni Rostock, die hat es natürlich dick abgekriegt, aber die hat dann 2 Veranstaltungen von mir und eine von Percy Schmeiser bei den Agrarwissenschaften verboten. Aber das waren die harmlosen Anfänge. Sie haben dann auch irgendwann mal versucht, in ihrer Bedrängung mal selber für Agrogentechnik zu demonstrieren. Waren ja auch lustige Versuche. Etliche von euch werden dieses Bild sicherlich kennen. Eines meiner Lieblingsbilder. Dieser unglaublich sachlich orientierten Agrogentechnik-Szene. Wenn die Demonstrationen machen, sehen die so aus. Hooligans aus Helmstedt, 45 bis 75 Euro, da haben sie dafür bekommen, diese unglaublich sachlichen Plakate und ihre Bierflaschen aufzuhalten. Das ist alles vor diesem Schaugarten in Üpplingen. So sieht das aus, wenn die da kommen. Also die sitzen da und sind verzweifelt und versuchen irgendwie, sich da über Wasser zu halten. Aber es kam ja immer schlimmer für sie. Sie wurden immer weiter zurückgedrängt, verloren immer mehr an der öffentlichen Meinung. Und dann gerieten sie halt wirklich irgendwann langsam in Panik. Und das sah dann nochmal ein bisschen anders aus. Sie kamen mit diesen Verbotsanträgen gegen diesen Vortrag, gegen meine Veröffentlichung, das sollte ganz verboten werden, sind vor Gericht gezogen, haben sich dann immer weiter gesteigert in absurde Argumentationen. Die Klassiker waren die beiden Nazi-Vergleiche. Das eine haben sie gesagt, demnächst gibt es die ersten Bücherverbrennungen, sagten die, die meine Bücher verbieten wollen. Und der absurdeste Nazi-Deutschland-Vergleich war der, dass irgendwann mal der Professor Ammann sich öffentlich hinstellte und die Lage dieser Millionen geförderten, polizeigeschützten Agrogentechniker mit der Lage der Juden im Dritten Reich verglich. Das war so ein geistiger Tiefflug, also da muss er ungemein viel Anlauf genommen haben und sich dann tief in die Erde gerammt haben als geistiger Tiefflug. Aber ein solcher Ausspruch zeigt,
wie stark die mit dem Rücken an der Wand stehen. Das meint er ja nicht ernst, sondern der ist fertig. Und niemand hat sich von denen von diesem Satz distanziert. Mehrere haben sich sogar positiv darauf bezogen. Jetzt nicht wahnsinnig viele, aber einige. Das war schon ganz beeindruckend. Und ihre Verzweiflung auch, während sie ansonsten ja mal versuchen, so ganz offen zu sein, haben sie jetzt versucht, so ihre ganzen Institute und so etwas abzuschotten. Das war ziemlich lustig, weil in einem bei einem der beiden Überfälle von Juli 2011 waren diese unbekannten Leute sogar noch so dreist, haben dort die Räume ausgeräumt und haben ein Paket gepackt und das an die Projektwerkstatt geschickt, was da alles so auslag und aushang. Und da gab es halt auch Fahndungsplakate, da waren zum Beispiel von mir mehrere Farbfotos so drauf, mit der Anweisung, dass sich bitte niemand mit mir unterhalten soll. Also sie haben einfach nur noch Angst gehabt, dass wir da ständig hinkommen und irgendwelche Informationen ziehen. Also die waren einfach immer nur noch auf der Flucht. Es hat ihnen aber nichts genützt. Das Absurdeste, was ich da jemals erlebt habe, war ein Versuch, den haben wir mal gemacht auf den Deutschen Landwirtschaftstagen. Die finden alle zwei Jahre statt in Bernburg. Das ist so zwischen Halle und Magdeburg. Das ist so eine riesen Freifläche und da pausen die rum mit ihren neuesten, dicksten Traktoren und den neuesten, tollsten Saatgut. Vielleicht war da auch schon mal irgendjemand von euch. So, und da stehen die ganzen und da hatten die ein Zelt. Das war ziemlich interessant, nämlich ein Themenzentrum, grüne Gentechnik, warum nicht? Und da waren die ganzen Behörden, Konzerne, Lobbyisten, sowas, einfach gemeinsame Ausstellung haben die gemacht. Also so nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, fühlt sich gänzlich ungeniert. Und unsere Idee war, so ein bisschen im Michael-Moore-Stil, wir rennen da rein auf die zu. Ich hatte mich immer genau vorbereitet, wer da alles so ist. Und ich wusste deren Zitate und ich wollte denen unangenehme Fragen stellen. Nicht erst fragen so, darf ich sie mal interviewen, sondern gleich die Fragen stellen. Ne? Naja, und wir gingen da so rein und die standen alle auf und gingen raus. Wir so, hä? Was geht denn hier ab? Und dann sind wir wieder raus, dann gehen die wieder rein. Naja, und dann haben wir das so eine Zeit lang gemacht. Eigentlich sind aber nur Aufnahmen entstanden von total verzweifelten Leuten, die immer vor uns weggerannt sind. Also unglaublich, was die für eine Angst haben müssen. Ne? Und dass sie sich auf sowas vorbereiten. Und das beeindruckendste Dokument war, dass noch ein extra Zelt von Monsanto. Und da sind wir dann halt rein und dann halt so gleich angefangen. Und die alle, ich habe keine Ahnung, Gentechnik ist nicht mein Thema. Da müssen sie Frau Lüttmer-Osan fragen. Und ich so, ach, ist sie hier? Kann man mit der interviewen? Ich meine, das ist die Europachefin von Monsanto. Darauf war ich natürlich gar nicht vorbereitet. Hatte gar nicht so, dass ich dieser Person begegnen würde, aber gut. Und dann wurde die gerufen und dann kam sie zu uns und meinte, ja, ich habe aber gerade keine Zeit. Das war dann nur so zwischen Tür und Angel. Wir müssen gleich eine Pressekonferenz machen. Man konnte auch tatsächlich sehen, dass sie da gerade Stühle hinstellen. Okay, haben wir uns auf 15 Uhr verabredet. Dann kamen wir um 15 Uhr da rein und irgendwie, gut, ich bin der ja auch noch nie begegnet im Leben, hatte dies nicht klar, mit wem sie da gerade redet und dass ja eigentlich die Absprache bestand, sich anders zu verhalten. Jetzt kommt sie also um 15 Uhr und erzählt, aber wir hatten die Kamera zum Glück schon wieder laufen, erzählt, dass sie nicht mehr mit mir reden will. Und ich finde dieses Dokument ist total spannend, ich hoffe, man kann es gut hören, weil man muss sich vorstellen, irgend so ein Straftäter wie ich, ne, so nichts, keine Ausbildung, nichts, lebt trennt durch die Gegend, isst das Zeug aus Müll und so weiter, also ein absoluter geht gar nicht, trifft auf die Europachefin von Monsanto. Und so sah das aus. Ja, und da möchte ich klar ein Statement abgeben, weil ich Ihren Namen nicht richtig verstanden hatte, dass ich eigentlich keine große Lust habe, mit Ihnen zu reden. Sie wollen gar nicht Nein, mit mir jetzt reden? Ich wollen nicht mit Ihnen reden. Ich glaube, ich habe das letzte Wochenende ein paar Stunden Videos von Ihnen angeschaut. Das genügt mir. Gerade letztes Wochenende? Letztes Wochenende. Wie sind Sie auf die Idee gekommen? Gerade letztes Wochenende? Keine Ahnung. Und jetzt wollen Sie nicht mehr mit mir reden? Nein. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, Sie haben genügend Möglichkeiten gehabt, mit uns zu reden. Wir sind immer für einen fairen Austausch gewesen. Aber ich finde die Methoden, die Sie auch in Ihren Vorträgen anlegen, teilen unsere Meinung nicht. Und ich glaube, wir haben uns deswegen auch wenig zu sagen. Aber bloß, weil man unterschiedliche Meinungen hat, nicht miteinander reden? Oh, die Chance haben Sie lange genug gehabt mit. Ich habe mich schon sehr viel mit Monsanto-Leuten unterhalten. Das kann sein, aber ich glaube, das Gespräch... Den Sie gerade entlassen haben, mit dem am meisten zum Beispiel. Würden Sie mir ein Interview geben? Nee, Herr Bergstedt, Ihnen gebe ich kein Interview. Warum nicht? Weil Sie Felder zerstören und kriminell sind. Das ist der einzige Grund. Mit Kriminellen nicht. Prinzipiell nicht. Prinzipiell nicht. Okay. Vor allen Dingen mit Ihnen nicht. Ach so, Moment jetzt. Also nur mit mir als Kriminellen nicht. Mit anderen Kriminellen schon. Ja. Also es war schon irgendwie ein beeindruckendes Ereignis, fand ich. Wie stark es gelang, so riesige Konzernstrukturen, ne, wie Monsanto, BASF und Bayer, tatsächlich über Aktionen in eine solche Situation zu bringen, dass sie nichts mehr anderes wissen, als sie einfach auf der Flucht zu sein.
Als die Gentechnik-Seilschaften auf die Verliererstraße gerieten, griffen auch die Medien die Kritik auf, zum Teil gleich als Titelthema. Verfilzte Strukturen, vergeudete Steuergelder. Das Agrobiotechnikum in Groß-Lüsewitz, Landkreis Rostock, gerät zunehmend in die Kritik. Noch deutlicher ein Kommentar eine Seite weiter. Der Mechanismus war stets der gleiche. Märchenerzähler, Hasardeure und Lobbyisten fielen im letzten Jahrzehnt wie Heuschrecken über Mecklenburg-Vorpommern her und die damals noch rot-rote Landesregierung fiel reihenweise auf sie herein. Sie versprachen Jobs, Technologie und Fortschritt, sie hinterließen Förderruinen, verbrannte Millionen und Frust. Beschäftigung fanden seither allenfalls Anwälte und Richter. Das Land förderte, was die Kassen hergaben. Grüne Gentechnik, her damit! Leider fragte niemand nach, wie viele Jobs tatsächlich entstanden, wer genmanipulierte Pflanzen mit biologischem Zeitzünder überhaupt will und warum das Land mit Steuergeld ausgerechnet Großkonzerne pampert. So wurde Mecklenburg-Vorpommern zum Fördersumpf der Nation. Höchste Zeit, diesen Morast auszutrocknen. Doch genau damit tut sich die Landesregierung schwer. Welcher Politiker hat schon die Größe, eigene Sünden zuzugeben? Die Zeche zahlen wir alle. Während so die Gentechnik-Seilschaften rund um das Agrobiotechnikum mit Vorwürfen der Steuermittelverschwendung bis Veruntreuung kämpften, statt gentechnisch veränderte Pflanzen auszusehen, tobte der bizarre Streit um gute und schlechte Gentechnik in der Politik weiter. Till Backhaus, der Landwirtschaftsminister aus SPD-Reihen, war jahrelang nicht nur Befürworter der Agrogentechnik, sondern sein Ministerium auch der wichtigste Förderer. 2010 begann für ihn die Zwischenphase eines gleichzeitigen Ja und Nein. Zunächst dagegen. Für das Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpommern, für diesen wichtigen Agrarstandort, brauchen wir die Gentechnik eigentlich nicht. Wenige Sätze später bricht er jedoch die Lanze für das landeseigene Projekt Agrobiotechnikum. Wir müssen forschen dürfen, denn wie sich die Gentechnik langfristig auswirkt, da gibt es viele offene Fragen. Offenbar konnte Backhaus von seinem Baby nicht lassen. Dabei nutzte er den Landtag als Werbebühne. Eigene Forschung in Mecklenburg-Vorpommern und damit ein eigener Beurteilungsspielraum ist ein Faustpfand beim Thema gentechnisch veränderte Organismen. Das Agrobiotechnikum soll sich wirtschaftlich selbst tragen und muss dazu breit aufgestellt sein. Dazu gehört Grundlagenforschung zur Gentechnik genauso wie eine Grundlagenforschung zum Ökolandbau. Selbst 2012, als die Sicherungszäune nur noch verwaist in der Landschaft lagen, stand Till Backhaus weiter zum Agrobiotechnikum. Sowohl die Idee für ein derartiges Zentrum als auch die Notwendigkeit sind nach wie vor aktuell. Zentraler Streitpunkt war dabei die Koexistenz, also der Glaube an ein unvermischtes Nebeneinander von Feldern mit und ohne Gentechnik. Die Zweifel daran waren schon alt. Stimmen aus 2007. Die sogenannte Koexistenz, ein Wort im Prinzip kreiert von der PR-Wirtschaft der Agrogentechnik, nicht funktioniert. Das ist so, wie wenn wir ein Schaf und einen Wolf zusammen einsperren und gucken, was überbleibt. Ich habe ja vorgeschlagen, dem Bauernverband, und das ist auch in eine Vereinbarung gemündet, dass wir aufgrund der Erfahrung, die wir nicht haben, dass wir zurzeit den Landwirten in Mecklenburg-Vorpommern einen flächendeckenden Anbau von gentechnisch veränderten Organismen, in Klammern die beiden Maissorten, nicht empfehlen können. Ähnlich saß der agrarpolitische Sprecher der Linken im Landtag. Ich habe zunächst also auch geglaubt, beides könnte nebeneinander existieren. Das wird so nicht sein. Das wird so nicht sein, schon durch die Pollenübertragung und all diese Dinge. Das sehe ich als Naturwissenschaftler so, das war ein Fehlschluss. Doch beide, Till Backhaus wie Fritz Tack, befürworteten die Versuchsfelder am Agrobiotechnikum. Wieso klappte dort Koexistenz, wenn sie an anderer Stelle nicht gelingen konnte? Nochmal zurück zu dieser Geschichte mit der Koexistenz. Wenn Sie sagen, dass Sie das inzwischen klar haben, dass es Koexistenz nicht geben kann, wenn das da draußen steht, wie kann man dann Versuchsfelder da draußen befürworten? Die stehen da ja auch rum. Ich will ja für die Grundlagenforschung nur welche haben, die möglichst im Gewächshaus sind. Da kein Problem. Und die sogenannten Freisetzungsversuche, die müssten dann so abgeschirmt werden, dass wir keine Übertragung haben. Aber eigentlich ohne technische Barrieren? Ja, dann müssen als Naturwissenschaftler. Dann müssen sie technische Barrieren einbauen. Dann ist es wieder ein Gewächshaus eher. Naja, ich weiß es nicht, ob das nicht über entsprechend hohe Zäune oder so auch möglich wäre. Pollenflug oder Bienen abzuhalten. Ja, na, Bienen vielleicht nicht, aber Pollenflug können sie damit einschränken. Tatsächlich, das Absurde war real. Der Versuchsfeldbetreiber FINAB mit seiner Tochterfirma Biovativ experimentierte am Agrobiotechnikum mit solchem Aberglauben. Wenn man einen Versuch macht, da könnte man diese Barriere verwenden, weil man, wo man noch nicht weiß, was mit dem Raps, der innen drin jetzt wächst, was der für Eigenschaften hat, was könnte man dafür
für Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um das irgendwie so ein bisschen zu vermeiden, dass der jetzt so doll auskreuzt? Es ist ja so, es ist kein geschlossenes System und dieser Pollen kann durchaus hier irgendwo rumfliegen und kann irgendeine andere Pflanze bestäuben. Das ist uns auch klar, dass da irgendwie was rausgetragen wird, aber ich denke eben, es ist vertretbar und das Risiko ist jetzt nicht so groß und es gehen keine gefährlichen Vorgänge da vonstatten dabei. Man müsste einfach auch den Leuten klar machen, das, was wir hier machen, das ist also fachlicherseits also so abgecheckt. Doch im Verlauf des Jahres 2012 kippte auch dieses letzte Schlupfloch. Landwirtschaftsminister Till Backhaus erhob vor dem Landtag seine Stimme und vertraute den Volksvertreterinnen an: Ich sage Ihnen hier und heute, so wahr ich Till Backhaus heiße, in Mecklenburg-Vorpommern gibt es keinen Anbau von gentechnisch veränderten Organismen. Punkt. Und das ist gut so und dafür haben wir gesorgt. Aus meiner Sicht gibt es, wenn man es so will, die Koexistenz nicht. Dann äußerte er sich zum Agrobiotechnikum und der landwirtschaftlichen Forschung. Und diesmal kamen die Gentechniken nicht mehr vor. Ich wünsche mir sehr, dass der Bund Forschungsvorhaben außerhalb von Gentechnik endlich auf den Weg bringt, um zum Beispiel die Eiweißforschung im Rahmen der Züchtungsforschung voranzubringen. Das Gleiche gilt im Übrigen für die erneuerbaren Energien im Bereich der Biomasse und das Dritte gilt ausdrücklich für den ökologischen Landbau. Da hat für das Urlaubsland, das Gesundheitsland und das Bundesland, in dem die Ernährungswirtschaft, die Landwirtschaft eine ganz entscheidende Rolle in der wirtschaftlichen Entwicklung hat, die Gentechnik im grünen Bereich keinen Platz. Auch das sage ich ausdrücklich. 4 Monate später kam alles zum Ende. Backhaus beendete seine langgezogene Ausstiegskurve vom Gentechnikfreund und Förderer über den Zweifler und Unterscheider in gute, weil mecklenburgische, und schlechte Gentechnik zur grundsätzlichen Ablehnung. Auf die Frage, sind die Messen endgültig gesungen, antwortete Backhaus: Ja, die grüne Gentechnik hat in Deutschland keine Zukunft. Große Teile der Bevölkerung lehnen sie ab. Für mich war das ein Lernprozess. Wenn ein Konzern wie die BASF bei Versuchen mit genveränderten Kartoffeln im alten Müritzkreis so schwerwiegende Fehler macht, dann kann ich das vor den Menschen nicht mehr verteidigen. Die Zeitung traute dem Braten noch nicht und fragte nach: Bisher hieß es, es ist Platz für alle. Genveränderte und traditionelle Pflanzen. Gilt das nicht mehr? Doch Backhaus blieb jetzt eindeutig. Ich glaube inzwischen nicht mehr an diese Koexistenz. Praktisch nicht, rechtlich nicht. Bis heute konnte man sich nicht auf Haftungsregelungen einigen, nicht mal auf verbindliche Abstandsregelungen für den Anbau. Für die Gentechnik gibt es in Mecklenburg-Vorpommern keinen Platz mehr. Das Land setzt auf Tourismus und Gesundheitswirtschaft. Dazu muss die Landwirtschaft einen Beitrag leisten. Das bietet übrigens Chancen, die bisher viel zu wenig genutzt werden. Welch ein Wandel! 2006 im Vortrag: Gesundheitsland Mecklenburg-Vorpommern und Anbau von gentechnisch veränderten Organismen stehen nicht per se in Widerspruch zueinander. 2007 ohne Zweifel: Wir bekennen uns eindeutig zum Forschungsstandort Groß-Lüsewitz. Und im Herbst 2012: Für die Gentechnik gibt es in Mecklenburg-Vorpommern keinen Platz mehr. Was bewirkte den Wandel? Bei Backhaus und bei den Firmen und Lobbyisten, die, wenn auch nicht freiwillig, von dannen zogen? Es sind mehrere Aspekte, die eine Betrachtung lohnen. Denn daraus lässt sich lernen für zukünftige Kampagnen, auch zu anderen Themen. Und wenn eines Tages die Gentechnik-Lobby einen neuen Versuch startet. Erstens, die Vielfalt an Aktionen und die gute Kooperation. Ich glaube, der Erfolg hier in Mecklenburg ist nur wirklich durch das Zusammenwirken von bis, oder durch das Präsentsein von bis, so sage ich das mal. Da steht, Mecklenburg-Vorpommern ist eine Hochburg der Agrogentechnik. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ja. Also es ist durch vielerlei Hände, durch vielerlei Köpfe und Initiativen tatsächlich was für den Moment erreicht worden. Zweitens, die direkte Aktion. Sie bildete all die Jahre des Protestes in Mecklenburg-Vorpommern einen wichtigen Baustein in der bunten Vielfalt gegen die Agrogentechnik. Bei vielen Betroffenen, Anwohnerinnen und Basisaktivistinnen herrschte Sympathie für diese Praxis, die über den Appell hinausgeht und die Dinge mit eigener Kraft verändert. Wir konnten nirgends und niemals verhehlen, dass wir mit Akten des zivilen Ungehorsams kein Problem haben. Feldbefreiungen halte ich eigentlich auch für die am meisten störenden Aktionen. So trug zum Erfolg bei, was bei den bundesweiten Apparaten der Gentechnikkritik stets verpönt war. Ihnen blieb solch praktisches Handeln immer ein wenig fremd. Einige hielten direkte Aktionen sogar für schädlich.
Die Initiativen und Aktionsgruppen müssen aber Sorge tragen, dass Felder und Einrichtungen nicht zerstört werden. Ein guter Protest wird sonst durch die falschen Mittel diskreditiert. Selbst aus Mecklenburg-Vorpommern kamen anfangs solche Stimmen. Zum Beispiel zur Feldbefreiung am Amfloraacker. Das ist nicht das geeignete Mittel. Wir brauchen politische Lösungen. In einer Mail 3 Tage später legte der Grünen-Vorständler nach und bezeichnete Feldbefreiungen als Verzweiflungstaten. Und unsere Interviewpartnerinnen? Wie sahen Sie das Spannungsfeld? Die Grünen sind ja auch immer eine Gruppe mit verschiedenen Meinungen. Und es gibt natürlich eine Ablehnung von Gewalt gegen Gebäude und selbstverständlich eine Ablehnung von Gewalt gegen Personen. Das hat es ja ein bisschen auch gegeben mit eingesperrtem Wachpersonal. Also sowas unterstützen wir auf keinen Fall. Da distanzieren wir uns ganz deutlich. In den Diskussionen im Parlament hat man sich fraktionsübergreifend immer gegen diese Zerstörung ausgesprochen. Und ich habe da auch eine Grenze, wo ich sage, Pflanzen rausreißen, fremdes Eigentum rausreißen, das ist eine Grenze, die nicht überschritten werden sollte. Ganz anders die Einschätzungen über die Wirkung von Feldbefreiungen bei der Gentechnik-Lobby. Ebenso wie Inoplanta-Chef Uwe Schrader, der im Zusammenhang mit der spektakulären Feldbefreiung im Juli 2011 von Genickbruch sprach, ließ Kerstin Schmidt keinen Zweifel, wo sie die Gründe für die Aufgabe sah. Es gab von Anfang an Feldbesetzungen und Zerstörungen, gegen die wir uns mit Anzeigen wehrten. Ich habe über 30 solcher Verfahren geführt, die sich oft über Jahre hinzogen und bei denen ich teilweise Prozesskosten in Höhe von 10.000 Euro tragen musste. Trotzdem glaubten wir, das in den Griff zu bekommen, bis im Juli 2011 Angreifer unsere Wachleute mit Schlagstöcken und Pfefferspray bedrohten. Wir sind jetzt fast auf Null. Mit neuen Versuchen ist nicht mehr zu rechnen. Was die Konzerne sagen, ja, wie sie darauf reagieren, so muss man sagen, am meisten treffen sie neben der allgemeinen Abneigung die Feldzerstörung. Das sagen sie selber. So klang es auch in einer Bilanz in der Bioladenzeitung Schrot und Korn. Wesentlich beigetragen zum Rückzug der Agrogentechnik in Deutschland haben zum anderen die Menschen, die ihre Ablehnung konkrete Taten folgen ließen. 2005 gründeten Biobauern und Imker die Initiative Gendreck weg und begannen, öffentlich angekündigt, Felder zu besetzen. Hinzu kamen Aktivisten, die in unangekündigten nächtlichen Aktionen Anbauversuche beendeten. Ihnen ist es zu verdanken, dass für 2013 im Standortregister noch kein Versuchsfeld angemeldet ist. Dritter und für den Wandel in Mecklenburg-Vorpommern ganz besonderer Grund, der ab 2009 vorhandene intensive Kontakt zwischen Aktivistinnen und Betroffenen. Ein Frust, den wir wegen diesen Scheißfeldern hatten, aber spannend war das. Ich meine, was wir für verschiedene Leute mit Biss kennengelernt haben, also angefangen jetzt, ich sag mal, bei den Kids, bei den Aktivisten, da, aber auch Christiane jetzt auf ihre Weise wieder, ne? Die ja auch nicht locker lässt. Ne? Oder wo wir in Üblingen waren und dann in Bayern kennengelernt haben. Ne? Das war einfach so richtig schön, da so mal zu hören. Oh, toll, super. Doch auch wenn Mecklenburg-Vorpommern und inzwischen sogar Deutschland gentechnikfrei sind, es ist nicht genug. Gentechnikfreiheit allein ist kein ausreichendes Ziel. Es hilft nicht gegen Vertreibung und Regenwaldzerstörung, wenn die importierten Futtermittel ohne Gentechnik auskommen. Agrarchemikalien gefährden Mensch und Umwelt genauso, wenn sie auf gentechnikfreie Pflanzen gekippt werden. Vereinzelt und abhängig vom gnadenlosen Marktgeschehen wird das Höfesterben weitergehen. Die Liste ließe sich fortsetzen. Die Gentechnik-Seilschaften werden in den Startlöchern bleiben. Wenn sich neue Chancen und Geldquellen auftun, werden sie wieder da sein. Und hier im Land speziell, was Frau Bohr betrifft und die Forschung, sicherlich wird sie weiter forschen. Aber was wichtig ist, dass sie keine öffentlichen Gelder kriegt, keine öffentlichen Flächen. Forschung im Kapitalismus bedeutet immer die ewige Jagd nach dem schnöden Mammon. Gentechnik macht, wer Geld dafür bekommt. Das gab Inge Bohr schon 2006 offen zu, als sie dem WDR erklärte: Im Moment ist es hauptsächlich Forschung an der Gentechnik, weil es dafür Geld gibt. Für den Widerstand heißt das, nie einschlafen, immer auf der Hut sein. Andererseits ist Frohlocken nicht meine Art. Ich weiß, dass über die EFSA genügend Sorten oder Anträge vorhanden sind. Und dieser Technologieglaube ist ja nicht gebrochen, der ruht nur. Positivvarianten müssen gefordert und durchgesetzt werden, denn ein Dagegen ist immer auch ein Dafür. Nichts von beiden gibt es allein. Wir wollen eben ein Forschungszentrum für ökologischen Landbau anstelle eines Agrobiotechnikums, am besten vielleicht sogar im Agrobiotechnikum. Die Symbole des Protests werden in Erinnerung bleiben. Sie verdrängen die vielen kleinen Schritte, die Wichtigkeit der direkten Kontakte und Kooperationen aus der Wahrnehmung. Für den Protest des Widerstandes aber war alles wichtig.
das Spektakuläre und das Alltägliche einer Protestkultur, die sich wohltuend von der Geschäftigkeit abgehobener Apparate, der ohnmachtsgeprägten Begleitfolklore des Unabwendbaren und der Neigung zu Mini-Forderungen und einfachen Erklärungen im politischen Treiben unterschied. Aber eigentlich hat mir nicht viel Hoffnung, dass es so einen Tag jetzt geben würde, ja, wo nicht nur Mecklenburg, sondern Deutschland gentechnikfrei war. Es bleibt zu hoffen, dass diese Erinnerung hilft. Dann, wenn es wieder losgeht und schnelles, entschlossenes Handeln neu gefragt ist. Und bei anderen Themen, die genauso wichtig sind. Seien es die Massentierhaltung, internationale Handelsverträge, landschaftszerstörende Großprojekte, der Alltagsrassismus, so manch anderer Brennpunkt oder, am besten immer damit verbunden, der Kampf für eine insgesamt bessere Welt.